Leute, geil, oder? Und dann mache ich hier noch einen auf. Open Rundown. Clips. Geil. Okay. So. EFT Beste. Also ich muss, früher wurde uns ja, vorher wurde uns ja gesagt, dass EFT, sobald wir das anfangen, das wird uns alle Shooter versauen. Und es ist ein bisschen so, aber irgendwie für mich ist EFT, fällt gar nicht in dieselbe Kategorie. Das Ding ist, EFT versaut dir jeden Shooter, den du danach spielst. Ja, aber... Weil kein Shooter gibt dir das gleiche Gefühl eines Gunfights, eines wirklichen Stand-offs mit anderen Personen, wie EFT es tut. Also gerade eben auch in den Fights war es auch so, ja, ein bisschen ballern. Ja, ich laufe mal hier rum, oh, da kommt ein... Und bei EFT, ich laufe weiter. Und bei EFT ist halt so, wenn du einen Gunfight hast, denkst du halt, okay, scheiße, mir hat mir den Arm abgeschossen. Ja, oder ich blute. Ich verliere alles so. Ja. Ist halt was komplett anderes. Ja. Deswegen, EFT versaut einem jeden anderen Shooter, den man danach spielt. Aber dafür ist der Dings dann geil, COD, also das, weil es dann so wie so zwischendurch ist. Ja, genau, es ist halt so, genau, so ein bisschen funny mehr. Ja, genau, stimmt schon. So. So, dann Play. Ja, und lässt Matteo nie ausreden? Nee. Matteo lässt mich auch nie ausreden. Doch, immer. Das stimmt. So, Leon und Matteo... in Tarkov. So, Matteo, du hast Montag... Ich erinnere mich daran, wie ihr vor ein bis zwei Jahren das Gleiche über PUBG gesagt habt. Was haben wir das Gleiche gesagt? Sagt Maurice. Maurice, vor ein bis zwei Jahren... gab's dich noch gar nicht. Gab's gar kein PUBG auf Vondra. Da warst du noch gar nicht geboren. Ja, und so. Außerdem, dasselbe hast du mal über WoW gesagt. Und du bist blöd. So, jetzt hast du's. Geh mal lieber Urlaub machen, Junge. Ja, war doch jetzt erst. So. PUBG wäre auch mal wieder nice. Habe ich mir auch gedacht. Dann habe ich ein bisschen PUBG-Streams geguckt, weil ich dachte, ich hätte so, nee. Und das hat mich so instant abgeturnt. Ja. Das war voll krass. Also da würde ich, glaube ich, lieber Warzone spielen als PUBG gerade. Auf jeden Fall. Ja. So. Ich kann mal hier kurz mal meinen PC zeigen. So. Oh. So, das ist mein Bild gerade. Ich habe zu Hause immer mal wieder so ein paar Scav-Runs gemacht. Mhm. Aber so richtige Red-Runs, wo ich einfach nur reingescavt bin auf Factory und ich war immer so Late-Spawn und da lagen überall Tote und habe ich einfach alles eingesammelt. Sogar teilweise Schrott-Munition von Patronen, habe alles verkauft. Ich habe jetzt 9 Millionen und ein bisschen so mein Ziel wäre es, Leon, wollen wir heute ein bisschen meine Quests machen. Also nur die Spaß Warum machen. Warum ist der Chat so klein? So. Gehört er, glaube ich. Maurice schreibt, dass Gunplay in PUBG euch das Vergnügen an anderen Shootern versaut hätte. Dann kam CSGO und dann war CSGO voll geil und PUBG doof und bla. Hä? Wir haben... Also CSGO haben wir nur gefeiert, weil es einfach clean war. Weil das war halt eine gute Tickrate und es hat sich einfach smooth angefühlt. Ja, ja. Aber Maurice hat schon recht. Das haben wir gesagt, aber weil es auch stimmt. Ja. Das Gunplay damals in PUBG war, halt einfach war sehr realistisch. Also realistisch. Weil PUBG hat halt so ein cooles, so skilliges. Also PUBG war quasi Tarkov 1.0 und Tarkov ist Tarkov 2.0. Genau. PUBG 2.0. Sagen wir PUBG war Tarkov 0.5. Genau, so. Würde ich unterschreiben. Matteo macht Quests? Ja. Und zwar, passt auf, ich möchte... Oh, machen wir die Woods Quest? Nee, ich will ja Bitcoin, meinen Bitcoin-Miner freischalten. Deswegen brauche ich die Quests von Skia und ich brauche die Quests von Jäger. Und das heißt, hier müssen wir auf Factory Leute wegknallen. Und du musst aufs Woods. Und ich muss einmal auf Woods ohne Body Armor. Aber das haben wir festgestellt, ich muss ja gar nichts tragen. Ne? Weißt du noch, letztes Mal, was ich das probiert so. Was würdest du denn gerne als erstes machen? Wir müssen aber auch das hier machen, also ich muss auch das hier machen, diesen Cargo holen. Immer noch? Ja, ich habe das irgendwie nie... Das sind wir hier. Das war diese verhexte Quest, die wir viermal versucht haben, weißt du noch? Wo wir jedes Mal gestorben sind. Hast du den Key dafür? Skirr. Ich glaube, ich habe den Key nicht. Ich habe den Key. Das ist ja unknown Key, oder? Ja. Warte, ich guck mal gerade. Ich guck mal ganz hier unten. Okay. Ich habe den unknown Key. Hab ich. Den nehme ich auch mal direkt mit. Wollen wir das dann zuerst machen, oder was? Würde ich sagen, oder? Ja.
klar, gerne. Ups. So, hier, dann nehmen wir den Unknown Key mit. Also bin ich gar nicht süchtig nach Tarkov, also nicht mehr. Nee, bist du auch echt nicht. Wie oft Leon andere Sachen spielt. Ja. Gestern hast du voll lang Yes, Your Grace gespielt. Genau, bis 5 Uhr. Ne? Ja, krass. Und heute habe ich das Gleiche gemacht. Kannst du nachher ja immer noch. Ich muss ja nicht, will ja nicht die ganze Zeit klauen. Sag einfach, wenn du keinen Bock mehr hast. Und dann verpisse ich mich. Okay. Okay. So, dann. Okay, was brauche ich, Matteo? Denk, Leon, denk. Nimm jetzt einfach diesen Helm mit. Scheiß drauf, 100.000. Easy, haust du raus, oder was? Hau ich raus, Mann. So, ich nehme Survival. Wollen wir nachts reingehen? Nein. Mit Night Vision? Ich habe keine Night Vision. Ich schenk dir eine. Leon, nee. Dann treffen wir auf jeden Fall auf Leute, die Dings haben. Thermal. Das wäre voll lustig. Nein, das ist einfach nur, nee. Lass einfach nur die Quest machen, dann haben wir es hinter uns. Oder ich hab's hinter mir und dann verpieseln wir uns. So, machen wir hier einen schönen Apfelsaft rein und eine Sache zu essen. Schon lustig. So, ich brauche gute Munition. Laut Plan gibt's heute gar keinen Leon. Hä, doch, im Plan steht doch Leon drin. Ja, aber nur mit COD. Mhm. Den da rein. Dann brauche ich den da noch. Und dann bin ich schon ready, glaube ich. Nachts Factory macht auch Laune. Ja, Mann. Du musst für irgendeine Quest mit Therapist später musst du wirklich nachts in Factory rein. Oh, fuck, ey. Das Essen brauche ich nicht. Okay, Leon, ich glaube, I got everything. Also ich habe diesen Unknown Key. Und wo müssen wir das dann rausholen? Ist es bei Factory an der Seite, dieses Gebäude? Nee. Weißt du, wo wir letztens mal ganz oft gespawnt sind und diese ganzen Fights hatten auf Customs? Trailer Park. Nee, oder wo? Wir sind auf der anderen Seite gespawnt. Bei beim Factory Exit Key, weißt du? Ja. Genau da müssen wir hin, zum Factory Exit Key. Okay. Gut. So, dann gehen wir mal hier rein. PMC. Next. Customs. Ich merke schon, das wird wieder verflucht sein und es wird so eine richtige Materialschlacht bei mir. Ich werde einfach so 3-4 Loadouts einfach, werden wir einfach sterben direkt. Dann gehen wir nach Hause. So, ich brauche noch den da und ich brauche noch ein Headset, dann bin ich go. Okay, ich bin ready. Muss ich noch irgendeine Quest machen auf Customs? Gibt es irgendwas, was ich damit kombinieren kann? Nee. Kennt sich wer sehr gut mit Internetanbietern aus oder arbeitet und kann mir eine Gigaleitung nehmen, brauche Beratung. Ja, du bist zufällig genau im richtigen Stream. Das ist nämlich der Internetberatungsstream. Drücke die 1, dann bekommst du jetzt das Gigapaket für nur 49 Euro im Monat. Du hast die 1 gedrückt. Gut, also, wenn du jetzt sofort buchst, du kannst auch mit Subs buchen. Also du kannst im Prinzip, wenn du jetzt für 50 Euro Subs kaufst, in diesem Channel, dann wird 1 Gigabit sofort freigeschaltet. Was erzählt der dann? Das ist ein neuer Service. Den haben wir erst seit heute, Leon. Ich bin betrunken. Helft mir, ich bin in Corona und bin in Quarantäne. Dann drücke die 3. Die Corona-Quarantäne-Hotline ist auch hier in dem Channel. Corona-Heilung ab 92 Subs. Ein bisschen umgerundet, weil wegen Inflation. Heftig, so einfach ist es, oder wie? Ja. What the fuck? Hallo. Ernsthaft, ich hab kein... Oh, geil, Alter! Vielen Dank. Debated. So, nimm's an? Ja. Vielen Dank für die Subs, Straight Horse. Wie nice, ey. Was hat er jetzt? Hat er jetzt Corona? Er hat jetzt Corona, ja. Okay. Und schlechteres Internet. Oh, sehr gut. Ja. Und kein Geld. Und kein Geld mehr, ja. So. Heilung oder Klage geht raus. Dann hoffentlich die Heilung. Hast du die Waffe versichert? Tja, jetzt ist sie weg. Chat, habe ich meine Waffe versichert? Jetzt ist sie weg. Und warum schreibt ihr das erst, wenn wir gestartet sind und nicht, wenn es... Nein, nein. Tja. Nope, hat er nicht, nein. Ja, du kriegst sie eh nicht wieder.
Sagen wir ehrlich. Ah. Wenn du stirbst und ich sie nicht mitbringen kann, ja, dann ist sie eh weg. Ja, weil die wird 100 pro gelootet. Was, 20 Mal überlesen, Mann? Das kann nicht sein. Ich lese Matteo alles. Noch nie was überlesen. Ich kann gar nicht überlesen. Ich lese jedes einzelne. Matteo kann gar nicht lesen. Kann gar nicht lesen. Lustiger so. So, danke an Noxit Empowered für 32 Monate. Fallas, danke für den Sub an Botschwar. Straight Horse, danke für 10 Subs. Mephilase, danke für 11 Monate. Schreibt, am Anfang wurde das Universum erschaffen. Das machte viele Leute sehr wütend. Und wurde allenthalben als Schritt in die falsche Richtung angesehen. Was ist das für ein Wort? Allenthalben? Kek weh. Allenthalben? Allenthalben als Schritt. Also das ist nicht, das ist wie so alle Schritte, aber nur halb weit. Ach so, allenthalben Schritt. Also jeder aber halbe Schritt. Zusammen? Ja, ja. Okay. Ich kann kein Deutsch, sorry. Fallas hat für 23 Monate gesubbt, schreibt, was sehen meine müden Augen da? FTL? Bonjour, Pock. Nee, ist EFT. Aber fast. Coronius hat für 36 Monate gesubbt. Dazotti für 20. Paxis für 3 Monate schreibt, endlich FTL, Mann! Nee, ist immer noch EFT. Bounty Hunters für 19 Monate. Varon für 17. Benaga hat für 45 Monate gesubbt. LRS für 7 Monate. The Flame für 5 Monate schreibt, Go Mantle! El Moses für 18 Monate. Volkas für 13 Monate. Sunrise Suplex für 13 Monate mit Tier 2 und schreibt RIP in den Chat. Lance Vorgin für 10 Monate. Mero Teros für 22 Monate. Lupor für 5. Langsam kommt Spuck in mein Maul. Maul! Kajesko hat für 23 Monate gesubbt. Schreibt 23 Monate. Beste Unterhaltung. Kleiner als 3. Star Koma für 4 Monate. Hard Döner für 9 Monate. Schreibt 9 Monate. Gebe ich mir diese Geschichten. I am Potato für 5 Monate mit Tier 2. Schreibt schön, langsam wird's geht teuer. Geht los. Hashtag Drunken Theo. Gentleman für 33 Monate schreibt, im dichten Ficken. Die dichten Ficken wieder. Dicke Ficken, Ticken, Ficken. Mann. Leon, wir kriegen Bonkatos. Matteo, wann haben wir endlich unser Rocket League Duell? Niemals. Wer fragt das? Ich spiele kein Rocket League. Chimps and Salmon. Nee, Chimp and Salmon. Ach so, ja, nee. Die sind auch nicht so gut. Will ich auch nicht gegen spielen. Ich finde es so geil, dass ihr Tarkov zockt. Bester Kommentar. Direkt VIP. Können wir VIP machen? Mach ihn VIP. Okay. Wir sind echt gut gespawnt. Bist du, oder? Ja. Echt? Wo? Folg mir, Mann! Achso. Mann. Ich mach hier ein bisschen den Sound abtören. Ich brauche hier mehr Immersion. Oh nee, Leon, hier sterben wir wieder. Ja, ja, deswegen. Wo bist du? Bin hier vorne. Ich lausche meinen Schritten und sprinte nach mir. Ich höre deine Schritte, aber ich sehe nicht. Ich bin auf diesem. Ich bin rechts jetzt. Willst du vorne durch den Zaun? Ja, wir müssen da lang. Ja, ja, okay. Ich bin noch nicht durch, aber ich bin jetzt auf dem Weg. Rechts sieht recht clear aus. Das bist du? Ja, das fuck my life! Ich hab auch das gleiche gerade gedacht. Was bist du? Alter! Warum sind das so leise bei mir in-game? Weiß ich nicht. Jetzt geht's langsam. Aber wir müssen leiser machen, fuck, ist zu laut. Mach das schnell. Mach das geil. Schnell. Oh, nee, eigentlich. Hä, nee, das ist schon auf minus 15. Okay. Leise. Lauter? Sollen wir lauter machen? Noch lauter? Okay, ballern, Jungs, ballern! Nee, nicht zu krass. Halt anfangen zu. Wo ist denn das? Hier in der Halle oder was? Nee, geradeaus weiter. Boah, Leon, hier ist richtig scheiße, Mann. Hier ist richtig geil, Mann. Hier vorne diese kleine Mini-Shack. Ach da. Und dann, wenn du reingehst, hast du geradeaus links vor dir so ein zusammengeknülltes T-Shirt. Und da drinnen liegt so ein Ordner. Den brauchen sie. Die Schüssel sind. Das ist der Sniper-Scap oben. Der schießt auf irgendjemanden. Okay. Lass ihn einfach. Ja, ja, mach ich. So, im T-Shirt da drinnen. Das habe ich schon 8 Mal eingesammelt, ich erinnere mich. Okay, folge mir. Hast du einen Key? Ein Shortcut? Okay. Soll ich ihn abschießen? Nee, nee. Der wurde jetzt erschossen gerade. Von hinten. Aus der Richtung, wo wir kamen. Könnte Old Gas sein. Muss aber nicht. Hier rechts vor uns ist was. Das ist ein normales Cap. Nice. Weiter geht's. Granate? Und Boss? Nee, nee, das ist eine Shotgun gewesen. Okay. Wollen wir hier links einmal rein zur Construction? Ich würde einfach direkt raus, damit du die Quest hast, ne? Ja, ich will auch da echt direkt raus. Also Doms will ich skippen, ich würde einfach hier links rein. Ja, mir ist Doms scheißegal. Alles, was wir jetzt sehen, schießen wir über den Haufen und looten wir. Ja. Ich würde nicht mehr sprinten ab jetzt.
damit die uns nicht so weit hören. Das ist ein anderer Sniper-Scuff. Das ist aber hintere. Im L, oder? Ja, genau. Das heißt, wir könnten jetzt... Ah, upsie. Ich bin aber auch voll rein. Der Sniper-Scuff ist noch vorne da auf dem Dach. Ich sehe den. Also so noch, von hier. Mhm. Ja, lass ihn erstmal stehen, solange ich auf uns getriggert habe. Genau, das ist unsere Notification. Das hier unsere unten. Alarmanlage, ja. Da kann die Dings nerven, ey. Blutropfen. Ja. Ja, außen die Steps an der Mauer, glaube ich. Ja, doch nicht mehr. Kann das sein, dass du mich gehört hast? Nee. Das ist Dorms? Ja. Wollen wir weiter? Ja. Richtung L? Das ist so krass schön, EFT zu spielen. Ist so voll... Oh, vor uns, Spieler. Direkt vor uns. Geradeaus, Leon. Nade. Ist down. Schön. Könnte mehr sein. Rekorde. Die Nade war von dir, ne? Ja, die war von mir. Stand ein bisschen so, als wenn er alleine wäre. Ja, hat sich auch so bewegt. Ja. Okay, deckst du mich und ich loote kurz? Warte, ich lade kurz das Mac durch. Okay, mach einfach. Ist das für ein Helm? Ist das aber kein 100k-Helm, oder? Nee, das ist der Billy. Billy Bullo. Ich nehme mal trotzdem alles mit. Level 19. Sorry. Muss man Game so leise? Ich muss ganz kurz mal checken. Ich verstehe das nicht. Ich hab doch Kopfhörer mit, oder? Ja. Low Helm, okay. Ah, warte, ich habe ihm Rad gedreht, glaube ich, vom... Das ist eine Munition hier. Hä? Schüsse hinter uns, weit. Ich bin im Busch gewesen. Okay. Kann ich das hier reinstecken? Nein. Dann that's what she said. Kann ich das hier reinstecken? Nein. warte mal, ich hau den mal raus. Okay. Ja, sonst hier nichts mehr dran. Okay. Okay. Und dann weiter geht's. Er hat den Helm rausgeworfen, Chat, ja. Uiuiui. Ich würde voll gerne in Dorms, aber ich glaube, die Quest... Ja, nicht jetzt. Haben. Ja. Also lass einfach... Wir können danach... Nochmal einen Custom spielen. Wir können die ganze Nacht zocken, Leon. Ich bin so... Du hast zu viel geschlafen, Matteo. Nein, ja. Das tut dir nicht gut. Das auch. Ich habe die letzten zwei Tage richtig normal geschlafen. Das fühlt sich so geil an. Pass auf den Scaff auf hinter uns, falls du noch da hast. Ich will jetzt auch nicht die ganze Zeit nach hinten gucken. Ja. Ach du, vorne das Loch, ich guck auf den Scaff. Das war G-Set. Bisschen Loot hier, der liegt? Nee. Wenn der hier nicht offen ist, können wir uns hier hinten... Nee, ist offen. Go. Hä? Das ist vor uns, ein Big Red. Vor uns, oder? Ja. Nee, nicht Big Red. Links davon. So laut ist Big Red? Also links davon ist das, glaube ich. Willst du das machen oder willst du hier raus? Weil du bist zum Exit. Ich gehe jetzt raus. Okay. Alter, du bist so ein Fucker. Jetzt so ein Querschläger in deinen Kopf. Das wäre das gewesen. So, prallt am Bus ab und trifft mich ins Gesicht. Komm in die Gold, ja, man, ist voll kack weh, oder? Ey, seitdem es dieses Emote gibt, weiß ich nicht, ob ich witzig bin oder die Leute einfach das Emote gerne benutzen. Du bist fucking witzig, Leon. Ich bin das richtig witzig. Du bist 100% kack weh. Okay. Richtig krass kack weh, Mann. Ja. Ich habe einen Run-Through bekommen. Was? Ja. Du hast uns Scaff erschossen. Hä? Habe ich eine 100 XP für bekommen. Lol. Kack weh, ey. Richtig kack weh. 112,3% KW.
Ja, gut. Okay, geil. Quest geschafft. Quest geschafft. Das war, ja einfach. Vielen Dank, Leon, für Ihre Mitarbeit. Bei wem? Bei Skia, ne? Skia. So, Task. Challenge. Boom. Oh, direkt eine neue Quest. Was ist das? Ah, it's you again. You decide. Accept einfach. Eliminate 4 PMC Operators. You must be using pistols. Hab ich habe ihn noch nicht auf Level 2, oder? Hey, warum hast du so wenig Reputation? Du musst mal, glaube ich, andere Quests machen, damit du bei ihm mehr Quests bekommst. Ich glaube, wir müssen Therapist machen, dann kriegst du bei ihm einige Quests freigeschaltet. Ja, können wir machen. Geh mal auf Therapist, dann gucken wir, was du gerade brauchst. Das ist dieses Find Case with a Device. Auch wieder Das ist Doms. Customs. Ja, Doms. Dann hol dir mal den Key. Nee, warte, ich habe den Key, glaube ich, dafür. Ich habe den, wie heißt denn der? Ich glaube, das ist 113. Oh, 113 weiß ich nicht. 114? Nee. Also 113 oder 114? Ich habe 118, 110. 114, ja. Schreibt Chat. Okay, Hab ich. Geil, Mann. Okay, cool. Dann lass mal gerade hier, ich hau alles einfach raus. Also ich kann auf jeden Fall direkt los. Ja, ja, ich auch. Jetzt weiß ich's. Mein PC war auf 50% geregelt von irgendjemandem. Ach so. Oh, das war bestimmt dieser Andreas. Ja, Andreas, ey. Andreas, Mann, du Burani. Ja, ja, richtig Burani, ey. So, JLN47 hat für 16 Monate gesubbt, genauso wie Fixihard, schreibt endlich FTL. Mann, das ist EFT. Matzorak hat für 15 Monate gesubbt. Nebelhorn für 20 Monate. Alter, warte mal ganz kurz. Der Name, den du gerade vorgelesen hast, der gesubbt hat. Ja. Matzorak? Nein, davor oder Fixihard? Danach? Ja. Ich raff ja erst jetzt das Wortspiel. Dixie Hart. Alter, ich lese es seit Jahren vor und denke so, ja, mit Hart, der ist voll, der ist voll lieb, hat er ein Herzchen und so. Und jetzt raff ich es erst. Das fällt mir auch jetzt erst auf. Alter, what the fuck? Das ist richtig Keck-Weh. Das ist ja voll Keck-Weh. Nebelhorn, 20 Monate, schreibt, Achtung, Achtung, dies ist ein Überfall. Wir sind jetzt nur oben. Schieß nicht. Waffe versichert? Waffe ist versichert. Oh, das ist ja auch versichern. Weedbringer für 36 Monate schreibt, das sind 3 Jahre voll. Danke für die gute Unterhaltung und die gute Zeit. Weiter so, ihr Schokohasen. Kannst dann annehmen und schon starten. Ich geh kurz pinkeln. Bin gleich wieder da. Pass auf, ne? Wenn du nicht da bist, da passieren wilde Dinge mit dir. Was? Was? Also ich meine, wenn er auf Toilette geht und sich versteckt. Tendenziell bis jetzt nicht so gut gelaufen. Ich glaube, in 50% der Fälle ist er erschossen worden. Welche Usernames er wohl sonst noch nicht verstanden hat. Okay, Chat, schreibt mal was. Ich will eure Usernames überprüfen. Hans Power Strongman. Fällt mir nichts auf. Coffee Max Stories. Nee. B to the K. Nee. Mastermind. Gimpfenlord. Gimpfenlord. Nee. Puma Party. Nee. Erdbeerwochenmann. Er ist halt gerne Erdbeeren in der Woche. FTW Cheese. Yo. Kleiderhaken. Banana Joe. Warte, ich mach komm. Felski. Idle Input. Narkotikon. I Love Science. Wuschel Rules. Theodin Marcel. Hey, ihr habt ja alle ganz normale Namen. Frau Kepetri. Guten Tag, Frau Kepetri. Just here for the music. Hä? Welche Musik? Yaden Yuki. Auch normaler Name. Joe Reborn. Was ist das für ein Mode? Tropenpinguin. Die Erdbeerwoche ist auch. Was? Mit Erdbeerwoche ist auch was anderes gemeint. Mit Erdbeerwoche ist was anderes gemeint. Erdbeeren. Wofür könnten Erdbeeren ein Synonym sein? Erdbeeren. Erdbeeren. Erdbeerwochen. Nee, der meint bestimmt, der isst einfach gerne Erdbeeren. Ich glaube, ihr versteht das falsch, Leute. Matteo.
Erdbeerwochenmann ist auch ein normaler Name, oder? Nee. Warum Erdbeerwochenmann nicht? Ist Periode der Frau. Hä, also, was bist denn du für ein... Hä, sorry, aber das weiß ich schon. Matteo? Wir haben hier nicht nach 24 Uhr sowas. Kannst du nicht einfach raushauen? Es ist... Aber das liegt an uns, Leon. Weil wir ziehen... Das sind alle Perverse im Chat. Und weil wir auch pervers sind. Na gut, also da hast du recht. Dem kann ich nie widersprechen. Ich meine, guck dir mal unsere Emotes an. Die sind halt voll pervers. Ich meine, wir haben dieses Keck W, das Schummeln, das Creep, das Watt, das Geil, das Eisen, alle Emotes von dir pervers. Ja, von mir sind echt alle so ein bisschen... so ein bisschen Borderline. Sponger O ist schon so ein bisschen... Guck mal, die sind alles voll pervers. Ja. Hey, deins aber auch. Dein Creep-Emote ist mega... Ja, hab ich ja mitgepostet. Ja. Stimmt. Bin ich jetzt auch pervers? Ja. Emma V. Ist da irgendwas hinter? Emma V. Emma V. Morphin. Peter Maffay? Was? Emma F. Bonchwart zieht den Bodensatz des Internets an. Gibt's noch mehr perverse Namen? Habe ich eben auch gefragt. Ich bin durchgegangen. Da Flutschfinger. Flutschfinger? Flutschfinger. Flusch. Nee, der... Das ist auf jeden Fall pervers. Nee, Flusch. Try me, Leon. Sussex. Hatten wir schon mal. Sussex? Ja. Sussex, so wird er ausgesprochen. Z-Z-Y-Z-X-I. E. Ach, den ich ganz oft schon nicht aussprechen kann. Ja, Sussex heißt der. Ich dachte immer, es heißt Z-Z-Y-Z-X-D. Aber es ist I-D. Ja. Leckmuscheln? Wo? Wo gibt's Leckmuscheln hier? Nee, Leckmuscheln gibt's nicht im Chat, oder? Können sich Leckmuscheln bitte einmal melden? An der Kasse 3. Gernhard Reinbolzt. Ich bin pervers laut meiner Freundin. Wenn du eine Freundin hast, dann bist du nicht pervers. Perverse sind nur die, die keine Freundin haben. Ah, würde ich nicht unterschreiben. Doch, würde ich so unterschreiben. Nee, würde ich nicht unterschreiben. Außer ihr habt eine Freundin, die im Keller ist und die weiß nicht, dass sie eure Freundin ist. Tendenziell pervers, ja. Dann seid ihr tendenziell auch pervers, ja. Aber muss man auch überprüfen. Boah, wir sind dran. Okay, wieder der Spawn hier, lul. Kick weh. Wollen wir wieder Leute abchecken, die hier rauskommen? Ja, können wir kurz machen. Machst du rechts, ich mach links? Jo. Du sprintest, ne? Nee, das bin ich nicht. Dann ist er außen, oder? Ich bin auf jeden Fall auf deiner Seite gehört irgendwo. Dann ist er zwischen uns? Ich bin hier drüben, bitte nicht auf mich schießen. Ja, bleib mal kurz leise. Ich bin hier genau gegenüber von dir. Er könnte rechts aus der Halle rauskommen, rechts von dir. Oder ist es draußen? Nein, es war draußen, safe. Halle hätte ich gehört. Okay. War direkt außerhalb der Mauer. Sprintet nochmal. Wir haben kurz noch gehört. Wollen wir mal kurz durch die Mauer pieken? Ja. Rechts gibt es noch ein Dach. Magst du das nehmen? Und da steht ein Scav. Der wurde noch nicht getriggert am Checkpoint. Wir haben wieder sprinten? Ich auch. Ich bin voll confused. Bei mir? Hä? Ich sehe den nicht. Ich guck gerade zu dir. Auch nicht. Hä? Doch, da ist. Nee, das ist ein Scav. Das ist ein Scav. Warum ist der Scav denn nicht getriggert, wenn der Typ hier rumrennt? Der Scav rennt! LOL! Down. Alter, der hat uns voll gebaitet. Ey, wir hatten ja uns verarscht. Das war locker 70% Keck W. Das 100% Keck W, ey. Wollen du sprintest, ne? Ja, ich sprint grad. Wollen wir Richtung Checkpoint? Also willst du durch die Mauer und dann... Genau, ich würde halt oben den Bogen lang gehen. Ja, dann ja, das ist der Dorms, ja. Genau. Ich mach kurz den Checkpoint einmal auf, unten.
spielen. Hast du Granaten dabei? Glaube ja. Aber hier sind Granatenkisten drin. Hier ist eine mit 5 Granaten. 5? Kannst du nicht. Ich hab welche dabei, deswegen. Du ruhig welche auch mit. Unten drin? Mhm. Ist es ein. Was für ein Room ist denn das? Checkpoint. Checkpoint. Den habe ich, glaube ich. Den hast du, glaube ich, verkauft. Nee. Die linke war das. Da glaub ich, das sind, glaube ich, nur eine drin und eine Rauchgranate. Ja, reicht, ich habe 2 dabei schon. Okay. Eine Rauchgranate. Ja, warum nicht? Warte mal. Hinter uns Steps. Richtung Felsen. Lass mal raus hier. Auf der Seite. Mhm. Hörst du den? Bleib mal kurz stehen, bitte. Das könnte. Nee, vielleicht doch du. Geh mal hier rechts durch die Lücke. Dann gehe ich hier außen rum. Mhm. Auf meiner Seite sehe ich gerade nichts. Oh, ich habe keinen Damage vom Stacheldraht bekommen. Mhm. Ich voll durch bin. Kann man das skillen? Nee, ich komme jetzt auf deiner rechten raus. Ja. Nee, hier ist also am Checkpoint, ne? Mhm. Okay, ist keiner hier. Ja, komm weiter. Gibt's Wetten? Nee. Sollen wir Wetten starten, Chat? Okay, wir machen eine Wette. Ob wir rauskommen lebend? Wette ist, ob wir die Quest rausbekommen. Oh, die Quest? Ja, ja, also du musst mit deinem Quest-Item escapen. Da würde ich safe 2 machen. Ich auch. Ich schätze, hast du gehört, die waren. Mhm. So, kurz hinter Gas. Genau, würde ich auch schätzen. Wir müssen leicht rechts halten, oder willst du mal Gas? Ich würde die mal abchecken vorne beim E-Tower. Hier wurde schon gelootet, sehe ich gerade. Ich bin so schräg hinter dir. Mhm. Welcher ist der Spieler? Ist ein vor mir. Links ist eine Schräge, so, ne? Ja, ja, genau. Aber der hat uns nicht gesehen, der guckt, ist ein bisschen zu uns. Ich sehe ihn. Bewegt er sich? Schießt auf mich zurück. Ich habe ihn gut gehittet. Der ist weiter nach links unten gegangen. Bin zu deiner Rechten immer noch. Nach links unten? Der rennt da weg. Warte mal. Über die Bahnsteig gerade. Ja, ja, ja. Ich push zum Bahnsteig gerade zu deiner Rechten runter. Okay. Bin jetzt am Zug dran. Der ist am Bahnsteig, ich glaube, der campt da, an dem Übergang. Ja, das hier links. Hast du ihn? Hab ihn. Nice. Dann. Kannst du ihn looten? Nee, ich will ihn nicht. Ich nehme mal Mac. Ja, das ist mal ein Dings, hat er nix. Das ist eine gute Morsing, glaube ich. Ja, nimm du die. Du hast letzte Runde nix gelootet. Nimm du die. Ich will noch die Quest machen, alles cool. Ja. So, ich will jetzt auch die Wette langsam schließen, Chat. Oh, das ist ein Gas. Ja, das ist Gas. Wollen wir kurz gucken, oder? Ja, würde ich machen. Weil das ist potenziell unser Rücken. Da kämpfen aber 2 Fraktionen. Ist es Boss? Hört sich zu ruhig an für Boss, finde ich. Dann wohl, die erste Salve. Also wird mir mehr Geschrei hören, weißt du, von Skeps. Stimmt. Ich hab mein Mac gleich. Oh, Schuss auf mich. Ja. Ja, Schuss auf mich. Von der Richtung ungefähr, ja. Ja, aber von Dorm-Richtung, weißt du? Hm. Du weißt nichts von mir. Da bin ich aber 2-mal verfehlt, obwohl ich fast stillgestanden hab. Lieg mich an. Ist irgendwo vorne am nächsten Durchbruch vom Bahnsteig, weißt du? Ja, ja. Ich bin ein bisschen Schiss, dass hier von hinten was kommt, aber. Oh, hier oben ist noch was. Fuck. Das rüberkommt zu dir? Bleib mal still. Der war nicht so weit weg von mir. Sondern dass der gerade auf den geschossen hat, der auf dich geschossen Kann hat. Kann sein, ja. Ich cross rüber, jetzt kommt zu dir. Mhm.
Sei mal bitte leise. Ich sneak mich hier die ganze Zeit an. Bist du das hier oben? Ich bin hier oben, ja. Okay, ich komm unter dir lang. So ein bisschen mehr in den Felsen. Ich hoffe echt nicht so recht, du. Kommen wir jetzt Richtung Mauer. So zum Durchbruch. Bist du schon durch den Durchbruch? Ne, ich bin auf der linken, beim anderen Durchbruch. Das scout gerade so ein bisschen in die Richtung. Halt mal ganz kurz. Geh nur schnell zurück, loot den Boy und dann komme ich her. Okay, dann bleib ich hier in dem Busch, halt den Durchgang. Mhm. Du sprintest, ne? Jo. Woanders genau, hier. Oh, ich seh einen Typen, Bahngleise. Komm mal. Mich glaube ich nicht gesehen, das ist der Typ, der auf dich geschossen hat. Rechts oder links? Rechts, von dir aus. Ja. Wie weit drin? Nächster Abschnitt einmal. Also da ungefähr, mittlerweile ist es fast da, wo der zweite Zug steht. Weißt du? Mhm. Wir sehen. Der ist juicy. Oh, ich sehe, der kommt zurück. Der kommt across zu mir. Ich habe auf den geschossen. Der hat jetzt Akku auf mich. Ja, ist gut. Ich flankiere es langsam. Und Nathan. Der Nader zurück. Ja, warte, warte. Ich seh ihn. Bleib ruhig, bleib ruhig. Der ist links nach unten gegangen zum Busch. Ja, der ist nach unten. Naja, ich weiß. Der ist Richtung Gers gegangen. Da schießt jemand auf ihn. Das ist Boss? Boss ist, ja. Ich glaub, die haben die gekillt. Warte. Ich glaube nicht. Doch, die haben ihn gekillt, glaube ich. Oh, fuck. Der ist ein Durchbruch beim Gascontainer. Da ist noch einer. Der hat die ganze Zeit gelurkt. Schade. Shit. Ne, ich höre hier Busch. Bei mir. Ich hab hier einen Busch gehört. Hinter mir Steps. Da war er. Also. Down. Es gibt noch einen. Das war nicht der, der mich gekillt hat. Der ist links bei Gas Station drinne. Ja, ja. Guck mal, ob ich den höre. Warte erstmal ab. Jo. Du kannst doch meine Leiche abhellen. Ach so, wo liegst du genau? Kennst du diesen Maschendrahtzaun-Bereich? Wenn du jetzt weiter die Mauer entlang gehst, da, außen. Da? Hier rechts vorne, genau. Ich liege außerhalb des Maschendrahts. Ah, also da eigentlich? Genau, da ist er. Der lootet mich vermutlich schon. Der kämpft, glaube ich, gegen den Boss. Der wird gerade mega krass geballert. Ich guck einfach mal. Hier unten irgendwo? Ja, hier vorne rechts. Ein bisschen weiter noch.
Da liegst du. Genau. Und der war hier vorne beim Durchbruch. Also nix am Durchbruch. Da links ist noch einer. Und da war der. Genau, da wo das offene Stück gerade ist. Hör ihn, hör ihn. Büsche hier. Hinter mir im Busch gehört, 100%. Könnte sein, dass er mich gelootet hat und jetzt gerade quasi weggeht. What? Alter! Mein Herz! Lul. Holy shit. Wo war der denn? Ich glaube, der war da noch hinten an deiner Leiche so drumrum. Der kam von hinten, der Schuss, glaube ich. Was? Der kam nicht von vorne. Da waren es zwei immer noch. Ja, das war er. Ah, Mr. Farewell, okay. Den Typ, den ich gekillt habe. Ah, wie sieht das Level jetzt nicht? Du kannst ja in den Next gehen, dann siehst in welchem Bereich der war. 11 bis 30. Ah, okay. Der kam direkt von vorne. Nee, oder? War vorne links, meint ihr? Einmal umrundet hat er dich, könnte sein. Customs, Leute, das ist es. Shit. Okay. Doch, vorne links, Busch. Ja, vielleicht hat er gehockt und hat irgendwie ganz knapp den Kopf nur gesehen. Genau, vielleicht hat er einfach gewartet in dem Busch und ich konnte es nicht sehen. Ich hatte den Busch gehört, aber ich dachte, der wäre halt weitergelaufen. Ich hab's hinten rechts gehört. Da war das Mündungsfeuer. Ja, vielleicht können wir es im Clip sehen oder so. Naja, egal. Ja, einen haben wir aber geholt. Aber okay, Auszahlung ist zwei. Zwei haben wir sogar geholt. Stimmt. Du hast auch einen? Genau. Ah, ja. So, dann haben wir hier was drin. Ah, guck mal, ich habe hier ein komplettes Rig. Oh, von mir spiele ich mal jetzt eine AKM. Ich glaube, ich hole mir nochmal ein Magazin davon. Das Custom ist halt immer sehr gefährlich, so, ne? Von diese Welt, das finde ich mega. Bist du reingescafft? Ja, ich bin reingescafft. Ja, lass mal gucken. Wenn ich jetzt direkt disconnecte, weil du fertig bist. Also achso, nee, ich brauche ja noch, um mal Loadout zu machen. Mach ruhig, du bist eh schneller als ich. Warte, PC3. Okay, Old Gate und Admin Gate. Old Gate, Chat ist bei Dorms, ne? Und Admin Gate ist, glaube ich, bei Far East Corner davor. Admin Gate ist genau, ist beim, auf der ganz rechten Seite der Karte, das große Tor. Genau. Das ist ein geiles Scope. Das ist eine gute Waffe. Und Skiff. Oh, der Hidden Stash. Okay. Aber ist es dann vorne oder ist es hinten bei den Bahngleisen? Ah, völlig unbrauchbar würde ich nicht sagen. Ist okay. Was war unbrauchbar? Die Waffe, weil das ist ja die Waffe, die Sniper, die ein bisschen Delay hat, weißt du? Ja. Aber Matthias, du bist an sich smart gemoved und Bäume und Büsche herum. Lob dafür. Dankeschön. Danke. Das ist echt unlucky, dass da so ein Dunstkreis waren zu vielen Spielern. Ja, das stimmt schon. Und dass dann doch der Boss anscheinend auch da war. Ja, das fand ich mega irritierend. Und der hat ja scheinbar gegen Leute gekämpft. Also da war noch eine dritte Fraktion. Ja, Alter. Jesus. Ich bin hier drüber gesprungen, plötzlich steht der Typ. Hat was gehört? Was ein Spieler oder noch ein Skiff? Ist
Ja, bei der Gas Station stößt man halt richtig oft, weil das ist so die Verengung in der Map. Mhm. Und man muss da an der Stelle crossen, um auf die andere Seite zu kommen. Deswegen, das ist ja dieses Schlauchdesign von Customs. Ja. Weshalb Customs soll ja größer gemacht werden. Ja, genau. Da bin ich auch gespannt, wie das wird. Weil ich finde, Customs an sich ist eine richtig geile Map. Ich finde, die macht voll Spaß. Wurde jetzt schon mal erweitert. Also die war früher noch kleiner. Gibt es noch PMCs auf dieser Map, ist die Frage. Und wenn ja, wo sind sie? Hier vorne irgendjemand. Customs wurde schon zweimal vergrößert. Auch zweimal sogar? Mal Customs, weil da nicht so viele Häuser sind und nicht so weite Distanzen für die Hardcore-Camper. Ja, ich finde Customs irgendwie eine coole, also keine Ahnung. Dir los, Bruder. Na klar. Oh, der Delay ist echt kacke. Mit noch einer. Blöd. Die weiten Cheeks. Die weiten Cheeks. Ein Zauberer. Auf den wird geschossen. Ah, jetzt ist das Sniper-Scope auf mich. Ah, nee. Man hat doch gerade versucht, ihn zu snipen hier. Der ist ziemlich blind, weil er sieht mich nicht. Jetzt moved er oder was? Hey, wo bist du? Was? Da? Okay. Ich raffe dies nicht. Ach da, das steht unter der Treppe. Okay. Also Schwede. Scheiß Cheater-Scaps. So, okay, Anlauf Nummer 2, um die Quest zu schaffen. It's cursed, I tell you. Disassemble. Ich verstehe, warum die Sniper nicht so beliebt ist. Weil die so verzögert ist, ne? Das ist richtig. Wenn ich schieße. Das ist richtig strange bei der Sniper. Ah, ich kann den Scope sogar umstellen. So, was haben wir hier? Ein Rucksack im Rucksack. Nehmen wir. So, welche Waffe nehmen wir? Welche Waffe? Waffe. Ich spiele jetzt so eine Budget-AK, die ich mir mal gebaut habe. Mal gespannt, wie die so ist. Budget. Nicht so richtig Budget, aber. Nehmen wir die. Hier. Nehmen wir das Tech-Deck. So. Zwei hier mit. Dann brauchen wir bitte. Ich will auch eine Waffe mit bitte. Was hast du für eine? AKSU. Ja, aber die aus der Quest, die gemoddet hat aus. Nee, das ist einfach irgendeine, die ich gelootet habe. Von den Raidern mal. Ah, okay. Ein 80er Recoil geht noch.
So. Heal all. So ein Ding hier mit. So, die brauchen wir nicht mehr. Packen wir 60 Schuss da rein. Noch ein 60er Stack mit. So, machen wir auf die 5. Den nehmen wir so, das passt. So, jetzt brauche ich noch den Kopf und den Helm. Mach wenigstens einen Foregrip dran. Ja. Aber kann ich nicht, wegen dem. Dann muss ich das Vorderteil hier austauschen. Dann muss ich so viel modden wieder. Wie viel ist ein Nazel? Oh. Das hier weg für 10k. So, okay. Oh nein, ich habe gerade ein falsches Item reingestellt. Was habe ich gerade reingestellt? No. Hä? Wo sehe ich denn mein Item, was ich reingestellt habe? Mein Offers. Ja, aber warum ist da nichts? Weil du noch, hast du ein Bartering-Offer vielleicht reingemacht? Was habe ich reingestellt? Ist vermutlich schon verkauft? Nee, oder? Ja. Ey, wenn ich jetzt irgendwas Krasses verkauft habe, kotze ich. Wie viel? 23,44. Warte mal. Warte. Weil was habe ich jetzt verkauft? Klick drauf. Medical Blood Set. Nee, das ist in Ordnung. Das andere ist noch drin, was ich reingestellt habe. Hä? Warte. My Offer. Da steht nichts. Machen wir mindestens Condition raus. Machen wir alles raus. Machen wir alle Filter weg. Da. Ducktail für 10k. Oh, Alter. Die Drama Queen wieder hier. Ja, aber stell dir vor, ich hätte irgendwie so einen Koffer oder so. Keine Ahnung. Aber die sind ja nicht mehr. Ja, der wäre schon weg. Der wäre instant weg gewesen. Ja. Lass go machen. Red Rebel für eine Bandage getradet. Genau. So, okay, PMC, Boom. Sowas ist ja Moon, da passiert. Hm. So, next. Ich war froh, als ich diesen Cheater in Labs hatte, dass der nicht meine Red Rebel looten konnte aus meinem Buddy. Alter, irgendwann gibt es so Cheats, wo das geht. Ja, das wäre halt richtig asozial. Boah, da würde ich kotzen. Da hätte ich einfach das Spiel deinstalliert und nie wieder angefasst. Glaube ich auch. Also das hat mich so schon richtig getiltet, Leute. Ja, glaube ich. Aber ich fand es irgendwie auch lustig. Ich fand es schade, dass es nicht am Stream passiert ist. Weil ich hab den so zugeguckt, weil der hat dann keine Walking-Animation. Der ist einfach so crouched, dann so weggeslidet und hat mich so angeguckt. Und sie hat nichts rechts gemacht. Und ich dachte, ich habe echt nur das gesessen und so ein bisschen gegrinst. Ich dachte, ist das wirklich passiert gerade? Peter auch. Red Rebel gegen Magazine getauscht. Wirklich? Was? Wann denn? Oh, der hat ja mehrere. Wie, der hat mehrere Red Rebels? Ich glaube, der hat zwei Red Rebels. Oh Gott. Konnte der dein Gamma looten? Nee, das geht auch nicht. Krass. Also ich bin quasi, bei uns im Discord-Channel hat jemand gemutmaßt, dass es daran liegt, dass er für einen Desync sorgt, sodass der Server denkt, dass die Personen tot sind. Und deswegen ist man lootbar für die andere Person. Oh, ja. Irgendwie so. Kamikaze, das meint Leon. Genau das meint Leon. Genau, das ist mir heute passiert. Da hat mich einer in Labs gelootet. Und das Krasse war, ich bin so hochgesneakt und ich habe so das Looting-Geräusch gehört und dachte so, da lootet einer. Wollte ich so gerade in die Ecke gehen und sehe so, meine Waffe ist plötzlich weg. Und dann ist plötzlich mein Helm mit dem Visier weg. Alter, was? Und ich denke so, weil ich tapp, bin ich komplett leer. Dann bin ich um die Ecke gegangen und der stand genau hinter der Tür. What the fuck? Und ich habe den einmal mit meiner Red Rebel sogar gehauen. Ja. Hätte ich ihn da. Ich hätte ihn da gekillt, das wäre voll geil gewesen. Ja, Der stand dahinter so und lootet mich. Ich laufe da mit meiner Red Rebel nur rum und ich so, was? Scheiße, ey. Also so zerstört man ein Spiel, ohne Mist, weil das ist ein richtig asozialer Cheat. Also, weißt du, wenn er dich halt dann irgendwie umdrückt mit einem Aimbot. Ich hatte auch schon ein paar komische Situationen, wo Leute halt gezielt, ich war einfach die ganze Zeit ruhig, die kamen dann irgendwie über die halbe Map angesprintet und haben Granaten auf mich gepfeffert, genau auf meine Position. Lol. Da dachte ich so, okay, das könnte halt ein Wall-Cheat sein oder ein Wall-Hack sein. Mhm. Naja. Aber das ist halt, das ist asozial. Ja, fuck, man, da hätte ich gar keinen Bock drauf. Weil du kannst ja nichts irgendwie machen. Ja, was willst du machen? Du fühlst dich so machtlos. Das ist wirklich, da fühlst du dich einfach machtlos gegen einen Cheater. Ja. Das ist einfach so ein richtig unbefriedigendes, ungutes Gefühl. Den exakt selben Cheat gab es auch bei Fallout 76 vor kurzem.
Oh, Alter. Aber bei EFT tut es am meisten weh. Ich glaube, ich kann mir kaum Spiele vorstellen, wo das so weh tut wie bei EFT. Und hat mich dann auch nicht getötet, der ist dann einfach weggegangen. Ja. Und dann bin ich über die Map gelaufen, habe die ganze Zeit irgendwie Leichen gesucht und irgendwann habe ich eine gefunden. Ich bin dann irgendwie wirklich 5 Minuten rumgelaufen und dann bin ich auf ihn wieder und auf sein Teammate getroffen. Und dann haben die mich gejagt. Obwohl, wenn du so andere so Grinder-Spiele hast und du ergrindest dir sowas so ewig lange, so wochenlang, und dann nimmt es einfach jemand weg. Fuck. Das ist wirklich wie so ein Kind den Lolli wegnehmen. Ja. Es gibt sogar einen Hack, der den Gamma-Container lootbar macht. Boah. Wenn mir jemand meinen Key-Tool aus meinem Gamma klaut, ne? Dann schreibe ich aber eine Hate-Mail an mental@bonjour.de. Wie diese Typen, die einem eine Uhr ausziehen, ohne dass man es merkt. Ja. Das Schlimme ist aber, du merkst es ja, du siehst es ja, du guckst so zu. Es wird, wenn du deine Uhr so hältst und er zieht die so aus und du kannst aber nichts sagen. So. Du musst einfach dazu sehen, wie das nimmt. Ja. Und dann läufst du dem hinterher und der croucht die ganze Zeit so ohne eine Movement-Bewegung weg. Okay, so, also jetzt hier. Oh, wir sind Old Gas. Oh, lass mal. Ja, wollen wir Old Gas mal kurz gucken? Können wir machen, ja. Willst du mit das Gebäude angucken? Ne, ich will dahinter den Spawn. Ja, ich auch. So, da gucke ich drin. Kann ich auf dem Tisch die Red Rebel spawnen? Drin kann, glaube ich, theoretisch auch alles spawnen. Boah! Nichts. Geil, Mann. Alter! Das ist ein Magazin für eine Wahl. Das ist 20k, glaube ich. Das ist auch das Billo-Ding. Ja, das ist 20er, ne? Mhm. Glaube ich so 10k. Leon? Ja? Du jumpst darum, ne? Ja. Das hört sich an, als wenn es hier drin wäre. Okay. Ich bin durch. Jo. So, also Dorms. In Zweier-Dorms, Ryan und dann... Ist gut am Laggen bei mir. Schießt du? Nee. Das ist direkt hier vor uns, oder? Also Construction, oder? Ich glaube, das ist tatsächlich beim L. Das hört sich nur so nah an. Stimmt, ja. Müssen wir mal ein bisschen nach rechts gucken, weil... Da vorne am Truck ist einer, weißer Truck. Hab ihn einmal vielleicht gehittet auch. Treffen eine Nate. Boah, wie die rumlegt. Move der? Der ist vorne links beim blauen Container. Hat nochmal 2 Hits. Lol. Wenn ich jetzt durch Lag sterbe, ne? Ist hinter dem Reifen, glaube ich, oder? Ah, ist ein Scav gewesen. Was? Ja. Lol. Ist hier ein Fall. Nee, ist noch ein. Also bist du, oder? Bin ich. Ja, ist ein Scav mit Rucksack und so. Ja, willst du denn nicht looten? Nee. Mach du ruhig. Geh hier vorne rein. Da war mein Cheek. Pockets hat das maximal Energie. Ja. Ein bisschen Rubel. Und im Rucksack hat er einen Hering und eine Bandage. Top. Schon durch? Ich bin drinne gerade am Looten. Ja. Da will ich gern hin. Sollen wir machen? Du hast den Key nicht, oder? Zum Aufschließen? Nee. Du? Ja. Ist auch gerade alles ewig. Lass mich aus. Ja. Okay, ich hab's geöffnet. Okay. Ja. Echt alles ein bisschen laggy gerade, ne? Mhm. Metall? Hinter uns, oder? Woher kam?
Ich hätte links vor uns gedacht. Aber guck du mal hinter uns. Ich dachte gerade, er will den Jump machen. Läufst du? Ich lauf gerade, ja. Ich hab einmal drüben gecheckt. Andere Seite ist clear gewesen. Ich dachte, das wäre der Jump gewesen, was der Shortcut-Jump, aber das wäre Quatsch, oder? Das wäre ziemlich Quatsch eigentlich. Wir waren ja gerade genau daneben. Ja. Machen wir weiter? Ja. Das ist Construction. Hättest du Bock? Ja, aber. What the fuck? Okay. Ich weiß nicht von wo, ich weiß nicht von wie. Einfach instant einen Header im Laufen. Alter Schwede. Das ist Sniper Scaff, oder? Nee. Sniper Scaff war das nicht. Fuck. Premotion, ganz normaler Spieler. Okay. Meiner Family in Italien geht's gut. Ich habe nichts von denen gehört. Die wohnen aber auch mega abgelegen. Wie viel wäre das nicht passiert? Also mein erster Guess wäre jetzt gewesen, dass er vorne im Container stand und drüber geguckt hat und mich da geholt hat, aber... Nee. Der muss... Achso, ja. Kann sein, aber da hat er auf jeden Fall einen guten Shot gehabt. Ich war in der Bewegung und er hat mir einen clean Headshot gegeben. Könnte auch da vorne drauf gewesen sein. Wo liegst denn du? Da unten. Du hast gerade ein Gebüsch gehört. Ah, das ist da drinnen. Wie? Bist du offen gerade? Du? Ja. Hört sich gerade so ein bisschen so an. Okay. Der kam doch straight von hinter mir, der Schuss, oder nicht? Nicht. Ich will die Leiche auch nicht aufgeben. Ich gebe Matthäus Leiche nicht auf, bis ich tot bin oder der Typ. Nee, lass uns. Doch. Okay. Aber ich laufe leider nicht, von wo er mich abschießt.
Nate? Ich hoffe es einfach nicht. Ist Thermal oder sowas? Oder schießt das vielleicht so? Auf dem Container ein Workers Shack? Schießt er gerade über die ganze Map auf mich oder was? Das ist nicht so weit weg. Weißt du, der Container. Workers Shack? Workers Shack ist bei Trailer Park, Matteo. Nein. Die meinen den Container. Da vorne habe ich gecheckt, da war er nicht drauf. Okay. Keine Ahnung. Ja, hielt dich einfach mal voll und dann verpiss dich da irgendwie oder so. Nee, beim Durchbruch. Wem kann ja auch eine Nate angeflogen? Kann auch von Old Gas kommen. Das glaube ich eher, dass es Old Gas ist. Das wäre aber ein sicker Shot auf mich dann gewesen. Nee, das geht gar nicht. Das glaube ich tatsächlich eher. Die Schüsse sind noch so eingeschlagen ungefähr. Ich habe ja gesagt, von der Richtung. Schon mit dem Booty von dem Typen. Ist da noch ein Waggon, wo drauf kann oder wie? Nee. Nee, kann er nicht auf mich geschossen haben. Müsste ja da vorne irgendwo auf der Mauer stehen, um auf mich schießen zu können. Nee, das kann nicht von da gekommen sein. Construction jetzt ein. Oh ne. Was? Hä? Der hat die ganze Zeit in den Busch da vorne gehockt. Ich habe ihn nicht einmal gesehen. In welchem Busch genau? Der genaue Busch, wo ich gerade vorstand, wo ich gestorben bin. Ich hab nicht geguckt. Ich wusste, ich habe da was gehört, aber ich habe es nicht gesehen einfach. Und der war die ganze Zeit in dem Busch? Der war die ganze Zeit in diesem scheiß Busch. Alter. Schrotflinte? Ne, es war die Ash, glaube ich. Krass. Alter Schwede. Krasser Dude. Krasser Dude. Vor allem, dass ich auf die Distanz den Schuss nicht gehört habe. Also den Mündungsschuss. Das Mündungsfeuer habe ich nicht gehört. Ach, Martin ist da. Hi, Martin. Habe ich überhaupt nicht gerafft. Naja, nochmal rein. Ich hasse Customs. Wir können auch eine andere Map spielen. Wollen wir einmal also, zum Abreagieren? Du brauchst ja die Quests. Naja, wir können eine Factory Quest machen. Brauche ich genauso. Einmal abreagieren auf Factory. Können wir machen. Okay, ich bin dabei. Lass komplett versuchen. Nee, wurz nicht, Leute. Wurz nicht. Wurz triggert noch härter. Im Motor kommt einmal Laps. Wenn du keinen Bock mehr hast, sag, dann kannst du was anderes zocken. Mhm. Und dann gehe ich einfach, ne? Wollen wir morgen eigentlich vielleicht nochmal das Warzone ausprobieren, abends, so spät abends? Wann ungefähr? Ich spiele erst
Black Mesa, so frühestens ab 22, 23 Uhr. Wir könnten um 23 Uhr ein Ständchen spielen, wenn du Bock hast. Ja, cool. Also nur wenn, lass mal überlegen, noch eine Nacht drüber schlafen, dann können wir nochmal besprechen. Ja. Okay. Woods a Riot, Leute. Keck W dahinter. Was? Labstron wären geil. Nee, also wenn ich, wenn er gerade ein bisschen so hackermäßig ist, habe ich da null Bock auf. Es ist immer Labs. Hackermäßig da. Ja, aber da habe ich gerade nicht, so nicht so den Bock drauf. Ich meine, wie viele Runden haben wir gespielt und wie viele hacken wir bislang? Jede Runde ein. Das stimmt. Ich brauche noch eine Body Armor. Black Mesa kann man nicht nur in 2 Stunden spielen. Naja, ich kann es ja weiterspielen dann. Ich will es mir erstmal nur ansehen, Leute. Ich habe es ja noch nie gezockt. Ori muss aber gespielt werden. Ah, für wann hast du Ori geplant? Für morgen? Ab 24 Uhr. Deswegen manche Stündchen können wir spielen. Ja, genau. Können wir ein Stündchen machen. Und dann kannst du Ori spielen. Mit welchem Shortcut kann Leon direkt Sachen anlegen? Alt, linke Maustaste ist es per Default. Oh Gott, was habe ich gerade gemacht? Keine Ahnung, was hast du gemacht? Ich habe irgendeinen Barter-Deal gemacht. Was? Mit was? Das weiß ich nicht. Oh oh. Aber ging durch. Das heißt, es muss irgendwas gewesen sein, was ich habe. Red Rebel ist noch da. Ah. Oh. Ja, sonst? Was hast denn du? Sieht man das nie? Sieht man das nicht? Nee. Labcard? Nee, Labcard wäre okay. Habe ich noch? Mal im Clip gucken, stimmt. Kannst du jemand mal nachchecken? Nee, das kann man nicht nachchecken, oder? Ich einfach nur nee, hier im Clip. Purchase. Ach so, sieht man nicht? Nee. Hier, oh, das wäre eine Red Rebel gewesen. Oh. Oh. Das auch? Das auch? Hä? Das ist eine Red Rebel aber noch. Alter, ich habe gerade 4 von 5 ja, Red Rebel Deals gehabt. Ich habe den einen nicht genommen. Ach du Heilige. Irgendein Key oder so? Kann sein, ich weiß es nicht. Naja. Was sagt man, Stash Value? Key Tool? Nee. Nee. LDX habe ich auch nicht. Schau im Messenger nach unten. Sieht man das da? Guck nochmal. Nee, da sieht nur, was ich verkauft habe. Man sieht ja nicht, was man kauft. Rebel Safe Egg, hier ist sie doch. Schön und 250 Kaki. Na, das wäre nicht so schlimm. Red Rebel wäre 1000-mal schlimmer. Stimmt, ja. Okay, dann lass mal. Also Factory, ja? Mhm. Ja, Mann. Schön wegknallen oder schön sterben, je nachdem. Ich hab's nicht. Die Cases sind auch noch alle da. Ah, fuck, ich hab kein CMS dabei. Das brauchen wir für Factory auf jeden. Okay, es war die Red Rebel. Was? Ja, kam jetzt gerade durch. Oh, RIP. Oh, da ist sie weg. Oh, das sind über 6 Millionen. Ja, das ist nicht so schlimm. Vor 2 Wochen hätte es mich gekillt. Jetzt ist es mir scheißegal. Seien wir ehrlich. Okay. Ist mir vollkommen egal. Okay. Okay. Ich hab bislang einmal die Red Rebel überhaupt erst benutzt. Ja, stimmt. Benutzen. Also von daher ist also jetzt kein großer. Ich habe die auch einfach damals im Effekt gekauft. Von daher, ganz ehrlich. Also es könnte mir nicht egaler gerade sein. Ja, ich meine, du hast eine Bitcoin-Farm. In 3 Tagen hast du wieder drin. Ich spiele eh nicht mehr so viel EFT. Aber das, ey, ich dachte halt echt, boah, ich hatte voll Glück. Ich habe aber das gab so 5 Deals. Dass es so spät dann erst durchgeht, das ist auch voll assi. Ja, das hat manchmal echt ein bisschen buggy. Oh, shit, ey. Was macht die so besonders? Die ermöglicht dir bestimmte Exits auf 2 Maps, ja, die du sonst nicht benutzen kannst. Ich finde es auch ganz schön überteuert, dass sie so viel kostet für nur ein Exit öffnen, weißt du? Ja. Die kostet über 6 Millionen. Morgen ist eh Reset, genau. So. Stimmt, jetzt ist der Nahkampfslot wieder frei. Das heißt, ich kann wieder Nahkampfwaffen. Nice. Du bist gerade gemutet. So.
Wie checkst du das immer so schnell, dass du gemutet bist? Ich höre mich selber. Ich höre mich selber auf meinen Ohren an. Ja, krass, ich mich nicht. Ja, ich mich schon. Mich nicht. Okay, Factory. 15 Uhr, boom, boom. Aber Leon steckt noch im Schock fest. Der Schmerz kommt, wenn er heute Abend im Bett liegt. Bin da, kann sich einladen? Jo. Ja, also bisher ein relativ teurer EFT-Abend. Wenn ich es so rekapituliere. Ich habe im Discord einen schönen Screenshot vom Deal. Guck ich mir später an. Shit. Stell mal einen Deal rein, Leon. Red Rebel gegen irgendwas. Ich glaube, das machen Leute echt jeden Tag und ganz viele Items. Und irgendwann klappt es vielleicht, so wie jetzt. Ja, ja. Scheiße, ey. Nee, danke, Sloper. Ich brauche keine. Also wirklich nicht. Ich spiele... Fuck. Welche Möglichkeiten gibt es, einen Safe-Container zu erweitern bzw. einen besseren zu bekommen? Also grundsätzlich bekommst du einen besseren, wenn du die EOD-Version hast. Dann hast du einen direkten Gamma-Container, der ist, glaube ich, 3x3. Und ansonsten musst du Quests dafür machen. Die Questlinie von Prepper, die The Punisher heißt, gibt dir den Epsilon, den habe ich aktuell, der ist 2x4. Und wenn du alle Quests gemacht hast, bis auf die Töte-Killer 100-Mark-Quest, kriegst du den Kappa-Container. Und der ist, glaube ich, 3x4. Glaube ich. Yes. Warum spielst du EFT nicht mehr so viel? Wäre der neue Patch, Gewichtssystem, neues Ausdauersystem, Grund, wieder aktiver zu werden? Also ich habe es halt einfach für mich kaputt gespielt. Ich habe sehr viel gespielt und dadurch habe ich es mir einfach... Ich habe mich satt gespielt an EFT, sagen wir so. Also zum nächsten Vibe kommt... Also zum nächsten Vibe habe ich... Ich hab jetzt Bock auf den Vibe. Von mir aus könnte jetzt Vibe kommen. Ich hätte richtig Bock da drauf. Aber ich bin halt jetzt gerade so in dem Stadium, wo ich mir denke, ey, ich hab mich komplett durchgespielt durch alle Sachen, die ich spielen wollte. Ich hätte jetzt noch Quests, aber da habe ich jetzt nicht das Verlangen nach, die alle durchzuballern. Für einen Kappa-Container, so viel ist der mir nicht wert. Und ich spiele es jetzt einfach nur für die Encounter. Deswegen spiele ich zum Beispiel aktuell nur Labs, wenn ich zu Hause mal spiele. Deswegen kaufe ich mir immer Labs-Cards. Die kann ich durch meine Bitcoin-Farm finanzieren, weil eine Bitcoin ist ungefähr eine Labs-Card. Dann kann ich mir jeden Tag so 3 Labs-Runs for free quasi finanzieren. Dann gehe ich einfach auf Labs und habe da ein bisschen Spaß. Lauf da rum, treffe auf Cheater. Nur halt. Schon alle Bosse down? Nee. Was? Warte. Was war das? Was denn? Auf was hast du geschossen? Auf den Skeff? Ja. Hast du es nicht gesehen? Nee, hier ist einer bei mir. Geh kurz ins Büro um. Oh, da rennt einer. Wo bist du? Ich bin oben im Büro. Okay, alles klar. Wer ist da? Geh auch ins Büro. Ich halte meine Seite. Mhm. Also, da wo wir hochgekommen sind, ja. Gerade mit Labs und Factory Kills, Scaff Extracted. GG. Ich glaube, auf CSGO habe ich irgendwie nicht so Lust. Ich sehe, dass sehr viele Leute das gerade wieder anfangen, aber. Ich hätte Bock, glaube ich, auf einen 5er-Squad, aber dafür finden wir niemals die Leute. Ich höre rechts was auf Metall bei mir. Metall bei mir auch. Hältst du gerade die rechte Seite? Quasi? Ich halte die Seite, wo wir hochgelaufen sind. Okay. Kommt einer bei mir? Bei mir auch. Oh, hier ist ein Player bei mir, im Gang oben. Der ist richtig gut gegeert. Pushst du den? Bin ich. Zwei Spieler. Wir sind noch da? Der ist nach unten gegangen. Der ist noch jetzt runtergedroppt. Oh, ich habe einen Skeff jetzt draußen geholt. Fuck. Der ist ganz unten im Treppenhaus. Der hat gute Hits geschluckt auf jeden Fall. Dich hat einen Skeff geholt? Mich hat einen Skeff geholt dann, ja. Nee, ist auch noch ein Player, lol.
ich gerade ein Dings reingeballert. Ich push ihn doch, wenn er nicht gerade hielt. Nee, nee, der hielt nicht, oder der hatte ich gerade eine. Кепка ебаная! Ебашки парика! Gut, Alter. Hier unter mir ist einer, da ist einer. Komm, da rechts wurde ich getötet. Du kannst einfach oben mal rauspeken und den töten. Ja, warte mal, die wissen, dass ich hier stehe. Müsste jetzt unter dir sein. Da steht ein Scav. Ich benutze ein Scav als Alarmanlage. Einer ist hier draußen. Der lootet mich halt die ganze Zeit einfach. Du kannst einfach oben durchs Fenster rausgucken und ihn töten, der ist unter dir. Oh, der lag. Nee. Der andere ist ganz nach unten gerannt. Ist, kommt einer? Steppst du unter mir? Einer hat einen blauen Laser. Wenn du einen blauen Laser siehst, weißt du, das ist der Typ. Was sagst du? Einer hat einen blauen Laser. Da könnt ihr ihn ein bisschen verraten. Was hör ich denn? Ihr lootet einer die Schubladen. Da ist ein Büro. Lol. Dem esst du jetzt kurz und dann. Kannst du kurz die Zeit noch anzeigen? Für mich? 14 Minuten. 14, ja. Ich warte noch 2 und dann versuche ich nachzujoinen als Gav. Mhm. Kecklief. Fuck. Der kommt bei mir hinten hoch. Was ist denn das, gell? Lebt er noch? Hat er überlebt? Nee. Also der eine war richtig gut gegiert. Der hatte auch einen guten Helm auf. Und eine Aswal, glaube ich. Mhm. Der andere, das sah aus wie ein Scav. Und dann war dann einfach auf der Ebene da drunter, wo ich rausgegangen bin, um mich zu heilen. Also um safe zu sein. Dude! What? Der Scav da reingecreept. Warum hört man den denn null? Na, ist im Schleichen. Das war richtig keck weh. Okay, bei mir kommt eine Treppe wieder hoch. Maybe Player.
Na, Brad, жри, сука! Gerade schlecht. What? Bin tot. Wieder einer hier. Jesus. Мать твою, собачья. Das sind doch nicht ganz so aufgeregt, dass die ganze Zeit. Das sind die Scans, teilweise waren auch Spieler. Ich meine, die Scans schon. Ja. Meine Waffe war leer, ey. Alter! Da kam die Horde, ey. Ey, wie viele sind denn das bitte? Alter, ich kann. Das waren Spieler, ja, da waren. Ja, Spieler. Keine Ahnung. Da war einer, war ein Scav-Spieler. Kann man das sehen? Nee, ne? Hm. Gut. Nächste Runde? Ja, nächste Runde. Aber es macht Bock, Factory. Bei Factory ist geil, weil es so. Ja, Mann. Ich habe meine Red Rebel Armor aber leider gerade verloren. Das ist schade. So, stimmt, die war teuer, die Armor. Ja. Das ist also der Billions, ja. Die hatten alle einen Bürotermin, ja, die kamen alle zu einem persönlichen Beratungsgespräch bei mir ins Büro. Factories wie COD, ja, nur krass. Factories wie COD, krass. So, okay, nochmal schön hier. Warte, habe ich jetzt keine mehr? Keine SA mehr? Nee, glaub nicht, oder? Das ist die letzte, die ich weggespielt habe. Nee, ich hab noch. Easy. Easy. Lass mal Granaten mit. Mit dem. So. Hier haben wir noch irgendwas. Ich muss mich mal Nachtsicht holen und Factory Nacht run machen. Boah, Leute. Das ist halt echt. Hätte ich Bock drauf. Das kann Leon mal gerne machen. Ich bin, das ist nicht so mein Ding. Mann. So, okay. Dann rüsten wir uns mal komplett aus. Also erstmal. Stell dir mal vor, wir zwei zusammen. Nachts. In Factory. Ja, ein Träumchen. So, Wishlist. Was ist hier? 289.000, what the fuck? Gibt's nichts günstigeres? Warum sind die gerade so teuer? Aber Condition, glaube ich, 99 ist, oder? Mal 80. Ja, die haben wir. Dann brauchen wir einen Helm. Mann, ich will sowas haben, dass man alles auf einmal kaufen kann. Das wäre irgendwie geil. So, dann brauchen wir Comtext, die kaufen wir hier einfach. Dann brauchen wir das, das und das. So, Rüstung anziehen, Helm. Ich brauche noch eine Weste.
Diese ganzen Leute, ne, die leere Fuel-Tanks in... Ja, ey. Und dass man das nicht raussortieren kann, ist so sinnlos, oder? Das ist halt komplett useless. Aber ich verstehe nicht, warum das so gemacht, dass man das nicht rausfiltern kann. Mit dem Quantity oder Prozent, weißt du? So, wir brauchen viel Schuss. Boah, ich muss öfter durchklippen, ey. Das Problem ist, wenn man dann alleine da drin hängt und die ganze Zeit Leute reinkommen, kann man nicht mehr klippen. Ja. Oh, ich brauche keinen Saft. Ich brauche einen Splint. Ich brauche Painkiller. Ich brauche unser Lever. 4, 5, 6. CMS brauche ich wieder auf jeden Fall safe. Das. Oh. Shit. So, CMS knallen wir uns rein. Kann ich hier reintun? Ja, und dann wäre ich... Fehlt mir irgendwas? Ab 80k gehen die vollen Tanks los, ja. Du musst die noch heilen. Ah, stimmt. So, full geheilt. Noch einen kleinen Schluck trinken. Ja, vielleicht sogar einfach alles. Okay. Ja. Von mir aus können wir loslernen. Dann auf geht's. Potenziell meine letzte Runde. Mhm. Mal gucken. Okay, 15 Uhr. Next. Next. Yes. Next. Bin da. Essen, trinken braucht man nicht unbedingt für Factory. So lange ist man da nie drin. Du fängst bei 90% vom Magazin an nachzuladen. Ja, aber ja, ich habe beide Magazine gecheckt. Die waren weniger als die Hälfte. Und ich mache dann immer so, wenn Firefight war und ich weiß, dass der vorbei ist, dann lade ich nach, damit ich da klippen kann, das leere Magazin. Welche Quest hast du? Ich muss im Factory, also im Office-Bereich vom Factory, PMCs killen. Das haben wir gerade eben ja schon gemacht. Also einen habe ich ja, glaube ich, da bekommen für die Quest, glaube ich sogar. Das heißt, ich muss da oben rein einfach knallen. Also das Office-Area gilt, glaube ich, die gesamte obere Etage. Mhm. Das komplette Gebäude. Ach, nice. Ja, das ist ja geil. Das ist ja easy. Ja, das kannst du auch gut mit der Pistol-PMC-Quest kombinieren. Ja, könnte ich irgendwann mal machen. Auch Duschen zählen dazu. Ja, krass. Also auch die Klos und sowas. Ja, geil. Ich glaube, die Quest hatte ich auch recht schnell, nachdem ich angefangen habe, so ein bisschen Factory zu bingen. Also, wenn man... Da alle PMCs geklärt hat, spawnen ja keine neuen nach, ne? Ne, PMCs spawnen nicht nach. Ja, ja, aber Scav-Player spawnen da oft halt nach, ne? Das stimmt, ja. Ja. Ach, guck mal, das ist doch Kevin. Ja. Mit dem wollten wir auch mal Labs-Runs machen, aber Labs ist ja jetzt RIP. Mhm. Schade. Wir spielen ja auch nicht mehr so viel Tarkov. Ja, das stimmt. Dann kannst du doch einfach mehr Granaten mitnehmen oder bietest du dich auch an bei so wenig Raum. Ja, ich habe jetzt 2 Granaten dabei. Das Problem ist, dass ich mit Granaten meistens entweder mich selber sprenge oder Leon. Labs ist RIP. Ja, im Sinne von, dass da viele Hacker sind. Jay und Sepp haben die gestern gemacht. Einer die linke, der andere die rechte Tür beim Klo. Beim Klo? Mittlere Etage. Ja, schon, aber das ist gut. Warte. Du hast keinen Rucksack leer, ne? Nee. Oh, ich glaube es nicht. Okay. Hinter mir rennt was. Hab ihn. Ein Shotgun-Player. Achso.
Gehst du in Office rein? Ich bin gerade noch unten, mittlere Etage, draußen. Achso, okay. Halt oben. Sag mal, wenn du hochkommst, dass ich dich wieder wegknalle. Jo, ich komme jetzt rein. Ja, seh dich. Bin hier oben. Geh mal rüber auf die andere Seite. Mhm. Mach hier Office auf, eine Tür. Meiner Seite höre ich keinen. Bei mir auch gerade nicht. Unten höre ich, glaube ich, was. Aber das bist du. Ich glaube, das bist du. Könnte sein, dass du mich hörst. Ich bin jetzt auf der Bridge. Mhm. Unter mir ist einer. Ich bin... Achso, Metallbridge meinst du? Ja, ja, Metallbridge. Komm wieder zurück, lass ihn hochkommen. Bei mir rennt was. Ich hab was zwischen uns moven. Zwischen uns? Hast du gerade bis zwei Steps gerannt? Nee. Bei mir ist wie gesagt irgendwas gerannt. Ich glaube, der ist unter uns im Bad, also in den Duschen. Zwischen uns, weißt du? Mir ist ein Scaff. Ja, Scaff habe ich auch gehört. Was sind denn Holz? Falls bin ich. Wir könnten. Ah ne, du brauchst die Kills hier. Ich würde sagen, wir könnten. Wir können auch eine Etage runtergehen und gucken, ob da was kommt, aber. Hier bei mir? Mrs. Griff. Mir kommt auch was, keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass irgendein PMC noch hierher kommt. Jetzt können wir in den nächsten Factory teilen und versuchen noch ein paar PMCs zu jagen. Dann raus und dann nächste Runde quasi. Ja, können wir machen. Also unter mir waren noch Steps, aber... Komm zu dir. Wird dann einfach unten raus bei dir. Ja. Okay. Dann quasi links außen lang. Gucken, schauen, was ist. Exit-Door schon offen. Ja, hab ich auch gesehen. Meinst du Exit-Camp einer? Könnte sein. Will ich mal reingucken, auf jeden Fall. Erstmal hier vorne kurz checken. Sieht gut aus. Granate? Echt? Nee. Jiggle-Peak mal. Hinten ist auch auf. Hinter uns, hab ich was springen gehört. Danach auf dem Teil laufen. Da hinten? Auf der linken. Check mal links. Ist down, linke Seite war ein PMC, aber ja. war nicht geared. Pass auf, nur wegen Exit genau. Lass mal Exit clearen zu zweit. Ich komme. Erster Raum ist clear. Wir haben eine Nade. Ist drin. Kein Movement. Nö, nichts. Das zumachen hinter uns und weiter clearen. Jo. Ich würde gerne den Tag holen von dem vorne. So, machen wir. Soll ich erstmal um die Ecke checken und dann gucke ich mir den an. Ich hier drin mal. Hier sehe ich nichts. Hier ist ein Scaff bei mir, bei Level 12. Ich hatte gar nichts dabei, war ein Ex-Runner. Da ist beim blauen Container in der Ecke. Wollen wir hier links außen lang? Oh, fuck, mein Spiel leckt. Der ist da reingelaufen, war das ein Scaff? War ein Scaff, ja.
Wollen wir hinten lang, wo wir eben waren? Wo den Typ gekillt hat? Ah, ja. Nehmen wir hier einmal. Hier läuft einer irgendwo? Ja. Das greift. Läuft außen rum, da kommt jetzt. Kommt jetzt durch die Tür da vorne, weißt du? Ich geh weiter. Ich seh den nicht, wo ist der? Hier. Ich schalte mal um. Okay. Oh, schön One-Tap gegeben ins Gesicht. Hä? Also das bin ich, ne? Mhm. Ja, nur die Waffe, den Rest kannst du. Die Armor ist geil. Ja. Jesus, alter Schwede. Da One-Tappt mich der Scav aus dem Leben. Deswegen 40k für Face Shield. Holy shit. Ich mach mal nochmal einen ready. Ja, PMC? Noch PMC. Was? Ist es okay, wenn wir nochmal einen ready machen? Ja, klar. Gut. Der wird stärker leveln. Ah, kein Bock mehr. Ja, mach euch, ich brauch noch. Nee, ich hab keinen Bock mehr auf okay. Die Scavs. So. Ich kann nicht mehr hier. Monkeys! Die sind gerade echt günstig, die Magazine. Ja. So. Okay. Naja, der Unterschied zwischen der VSS und der Aswal ist, dass du die Aswal prinzipiell, glaube ich, ein bisschen besser modden kannst. Aber muss man ja gar nicht, oder? Also die VSS. Aber ansonsten gibt es da fast keinen Unterschied zu. Ich meine, die Waffe ist eigentlich schon per Default richtig krass geil. Ja, das stimmt. Ich bringe dir den Rucksack mit Magazin und CMS. Geil, Mann, danke dir. Ich glaube, es ist das erste Mal, dass mich ein Shotgun-Scav oder überhaupt ein Scav ge-one-tapped hat. Mit dem ersten Schuss direkt ins Gesicht. Das ist mir vorher noch nie passiert, glaube ich. Ja, same. Davon brauche ich nochmal. Warum foldest du DSA nicht einfach? Die kann man nicht folden. Ja. Da kann man nur den Griff abnehmen, aber man kann die nicht folden. Geht nicht. Die Wahl basiert auf Assault Rifle Skill, die VSS als Sniper. Mhm. Mhm. Warum ist Leon so arm? Ich mach nicht mehr so viele Farmruns. Und ich habe mir eine Red Rebel gekauft gehabt. Und dann bin ich so auf 3 Millionen ungefähr runtergedroppt und seitdem halte ich das Level so, mehr oder weniger. Und jetzt habe ich sie nicht mehr.
So, Helm. Das Ding ist, die SA hat so einen langen Lauf, dass die für Platz einnimmt. So, dann laden wir die mal voll. RK2, den glaube ich hier. Noch die Axt mit. Ja. Brauch ja nicht wirklich eine Midi-Waffe. So, nehmen wir nochmal Granaten. Ich habe keine einzige benutzt, aber ja, warum nicht? Oder ich habe eine benutzt, um das zu clearen, aber da war keine drin. Okay, also von mir aus können wir schon fast wieder. Ich bin ready. Los, ja, Sekunde, ich muss gerade noch ein bisschen heilen und sowas. Aber 4, 5, 6. Alle voll. Das passt. Heal all. Ich glaube, ich habe alles bis auf den Rucksack. Ist der hier groß genug? Ja, bring den Rucksack mit. Achso, du bringst ihn mit? Ja. Ah, und CMS auch, ne? Ja. Geil. Dann bin ich ready. Boom. Next. Factory. 15 Uhr. Next. 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 Alles versichern. Sure, yes. Bin da. Den würde ich als Chat bezeichnen, auf jeden Fall. Ja, und ein Safe-Chat. Aber so bin ich in jedem Game auch. Habt ihr, war ich auch immer der, der vorläuft und die ganze Zeit nach Schüssen sucht und Fights sucht. Ich bin Safe-Red. Oder so, oder... Honey-Badger. Honey-Badger, so zwischen Looten und Ballern. Oder eine Maus. Oder eine Maus, eins von dem. Liebe die Wahl. Weißt du, was du bist? Wahl ist auch eine geile Waffe. Du bist ein Faultier. Ein Waschbär. Ja, Faultier, das lootet ja nicht. Oder? Muss ja irgendwas sein, was auch Sachen sammelt. Eichhörnchen? Ja, oder so eine Elster. Oder der Geier. Geier. Stimmt, der Geier passt, weil ich eine Aas, weißt du? So Aasfresser. Und du verpisst dich immer, wenn so halt irgendjemand kommt. Genau, ich verpiss mich, wenn jemand kommt, aber wenn ich in die Ecke gedrängt bin, dann schieße ich. Ein Wombat. Ein Hamster. Hamster finde ich auch gut. Stimmt, alles in die Backen rein. Ne, Geier passt schon. Dachs. Ja, Dachs ist wie ein Waschbär, oder? Nee, Dachs ist eher am Honigklatscher dran. Am Honeybadger? Mhm. Heißt es Honigklatscher? Mhm. Ich glaube, Honigdachs heißt das. Ja. Badger ist ja Dachs, glaube ich. Road to Copper Container, da bin ich raus. Bleib mir bei Ratte. Ich habe so lange gebraucht, bis ich die Gear 4 verloren habe. Ich verliere die so langsam, weil umso öfter man denselben Loadout spielt, umso normaler wird das so. Je mehr Geld man hat auch. Und je mehr Geld man hat, auf jeden Fall, das stimmt. Ja. Und alles ja immer bezahlbarer. Ich glaube, spätestens immer so Bitcoin-Farm und Alkohol. Schon lange davor. Ah, okay, krass. Es ist halt nicht so krass, wie du es dir vorstellst. Es ist halt, ist ganz lustig, so ein, ist ein guter Bonus, aber es ist jetzt nicht so, dass ich... wie viele Bitcoins machst du denn pro Tag? Drei? Drei Stück. Ja, das sind, wie viel? 450.000, das ist eine halbe Million fast. Ja, das ist ein, gut, das ist ein Loadout. Stimmt. Wenn man es umrechnet. Also stimmt, so, ja, so krass ist das überhaupt. Ziemlich nicht. Genau ein Loadout, du hast schon recht, stimmt. Und du musst ja den Sprit noch bezahlen. Ja, genau. Ja. Wenn es ein Loadout ist, mit dem du gewinnst einmal, dann ist es ein gutes Loadout. Aber wenn du es halt direkt verlierst, dann ist es halt auch quasi tot. Also du brauchst noch hier, ne? Ja. Den und den. Liegt beides hier vorne draußen. Den hier drauf. Okay. What the fuck? Ah, du hast mal eine Waffe mitgebracht? Ja. Fuck. Wieso, hast du selber eine mit? Ja. Na gut, dann nehme ich die jetzt. Nee. Ich hätte die versichert, doch. Du hast die versichert? Ja, gibt hier. Das ist meine. Wo liegt die? Das mitgenommen. Mein Dings.
Nee, ich nehme die mit, nehme die mit. Ach, ich hab die. Was, die? Das ist meine. Ich wollte ja nur die. Ja, du hast ja gesagt, ich soll nur die Waffe mitnehmen. Deswegen habe ich die mitgenommen. Ja, ich hab's halt verraten. Ich hab den Leuten. Okay. Ich bin schon oben beim Office. Rechts, ich hab geschossen. Alter. Okay. Hat der unten drunter oder wie? Der ist tot, der ist tot. Okay. Ich bin oben jetzt auf der Reling. Muss kurz zielen. Ich mach den Adler. Für dich. Ich muss das CMS kurz machen. Was ist irgendwie mit dem Office drin? Bei diesen Scavs, oder? Ja, das ist draußen. Office ist clear. Fuck, ich will den gerne looten von hier aus. Geht das? Nein, geht nicht. Level 44er. Kommen wir jetzt unten rein. Bei mir kommt was. Anderes Treppenhaus quasi. Kommen jetzt unseres hoch. Mhm. Ich glaube, im Bad habe ich was gehört. Oben. Ich bin oben jetzt. Der lootet gerade draußen ins Regal, im Gang. Rumpiekst du, wirst du ihn sehen. Gut. Ich bin im Office drin. Ja, ja, bleib mal da drin. Mhm. Das war ein Spieler, glaube ich, Leon. Das war ein Spieler. Ah, krass. Der hat ja gelootet. Perfekt, perfekt, ja. Hab ich ja gesagt. Ich mach kurz die Tür auf. Ich brauche nämlich einen Escape Door. Das bin ich, Leon. Ich hab den Rücken. 33er. Ein Säuger? Ja, keine Ahnung, will ich nicht. Erstmal. Steps unter mir, bist du das? Ich bin hinter dir. Kann man kurz stehen? Genau hinter dir. Okay, das ist von Ju. Bin am Rücken. Reichst du? Oh, da wird gerade einer beschossen. Der ist ganz hinten links. Irgendwo. Da, wo du eben geholt wurdest ungefähr. Ich hol dir irgendwas. Ich höre hier was. Ganz links, wo ich geholt wurde? Anders da, genau. Irgendwas Schallgedämpftes. Ich bin jetzt Metallbridge. Bei mir war Metall. Ja, hab ich gerade gehört. Der ist unter mir. Okay. BMC 100 Pro. 100 Pro? Ja, weil der hat gerade sein Menü aufgemacht. Okay. Kann das sein, dass er die Quest macht an der Seite? Da an der Seite. Puh, könnte sein. Ich geh mal kurz gucken. Mhm. Guck auch mal oben raus. Ist ein Toter bei mir? Ich sehe zumindest da nichts. Hier. Oh mein Hat Gott! Er Gut gehört. Fuck! Der hat halt auf mich gewartet. Hm. Oh, in seinem Booty. Musst du heilen? Muss healen, ja. Dann cover ich dich. Okay. Ich geh ein bisschen ins Office oben rein. Nee, ich würde gern hier in der Ecke heilen. Ist mir sicherer, das mag den Spot. Mhm. Alter, also, du bist so sicher gerade. Nein, von hinten kann man mich nicht abschießen. Ja, aber von vorne! Nee, ich meine von. Ich mach das Treppenhaus, stell dich da hin. Ich will ein bisschen klippen. Ich will den Dude looten, der da oben die Quest machen wollte, dann. Oh, hier ist ein Scav. Unter uns ist der irgendwo. Links beim Gate 3. Ich höre ihn, aber ich sehe ihn nicht. Da ist ein neuer Scav-Spawn gerade gewesen. Ja.
So, bin ich. Ja, so, du war das, glaube ich, einer dran? Schon, ja, genau. Hab ich auch gehört. Machen wir das Ding hier zu. Sehe keinen. Mach unten. Sehe auch keinen. Links. Da wurde der Typ, wo den Typ gekillt hast eben. Ja, da gehe ich gleich hin. Ich will erstmal das Bug clearen. Okay, das war mein Arm. Das ist ein PMC. Bart ist komplett clear, ich sehe gar keinen. Okay, ich komm Bart mal rein, da wo du auch rein bist. Ja, okay. Komm jetzt wieder zurück, Mhm. Ich habe mich mal kurz hier im Bart. Ja. Wer jetzt? Ist einer drin? Machst du, ne? Weil ich muss hier zumachen? Mhm, mach mal. Ist Player oder was? Ich weiß nicht. Wo läuft der lang? Ist down. Zwei Stück, glaube ich. Noch einer. Warte, warte. Ich peek. Lass mich. Mach einfach. Ich mach links, ja? Ja, ich mach einfach den Rücken. Waren zwei Stück. Einer ist noch da. Aber hinter dir kommen. Sind nur Scabs. Hinter mir kommen. Alle tot. Okay. Vor dir kommt noch was. Warte, Achtung, ich bin jetzt hier. Mhm. Noch einer. Warte, die Tür aufgemacht, sorry. Tot. Holy shit! Alles gut? Nee, gar nicht. Ich muss splintern. Du pusht mich, Leon. Kannst du halten? Ich halte, aber den Rücken habe ich nicht, ne? Das sind aber Scaps nur, glaube ich, oder? Mhm. Ich mache rechts. Mhm, ich gehe links lang. Einen habe ich. Normale Scaps. Okay, Achtung, ich komme jetzt hier links sind durch. Okay, wir sind hinter dir. Vorsicht, ne? Ich klipp mal ganz kurz im Bart. Mhm. Noch mehr. Wenn wir die dann alle looten, haben wir gut. Haben wir schon ein paar geile Keys. Noch einer. Hier laufen noch mehr, ne? Ja. Achtung, ich laufe jetzt hier durch. Das bin ich. Ich bin rechts von dir. Mhm. Tür eingetreten hinter uns, wo wir reinkamen. Kannst du das machen? Oder ich mach das, du machst. Hab den hier? Ja. Klippst du gerade oder was? Nö, nee, ich loote. Okay. Steps bei mir. Bist tot. Ich loote jetzt auch. Noch einer bei mir. Mach hier vorne mal das Treppenhaus. Treppenhaus bei mir. Einer down. Mhm. Zweiter auch down. Mhm. Junge, Alter, was ist hier los? Ich muss mal klippen wieder. Selbst von mir. Ist down. Das war ein. Hä? War das ein PMC? Nee, glaube nicht. Er hat aber einen Helm. Ich komme jetzt wieder rein. Mhm. Ja, hier ist noch einer. Achtung, Vorsicht. Down. Der hat eine SVD. Leon, guck mal ganz kurz in diesen Tunnel, ey. Das sind so viele Dudes. Guck mal in den Eingang. Alles komplett. Mach mal die Tür zu und dann. Ja, mach mal zu. Und wir versuchen mal hier alles zu. Ich hätte gerne die SVD oder was er da hatte. Ach nee, es war eine SKS. Komplett leer looten, die Boys. Hier rennt einer. Ja, das ist ein Scav-Player, sag ich. Ich lenk ab, du gehst hinter die Tür, ja? Oh, ist da noch einer drin? Ja, mach du mal die andere Seite, ich mach die Tür hier. Down. War nur Scav. Er checkt die Leichen draußen gerade. Ja. Lädt nach. Magst du die Tür aufmachen und du schießt? Nee, ne? Nee. Okay. Weißt du, was du machen kannst? Du kannst ja
hier links auf die Waschbecken drauf. Dann hast du ein Eis halt auf die Tür. Ich das von außen dann abschießen kann. Ne? Steht die ganze Zeit an dem Fenster. Ja, ja, deswegen. Ich kann einen Headshot von hinten bekommen, ich will das nicht. Ja, der chillt und wartet. Der lootet auch gerade wieder, ne? Ich hab grad mal reingeguckt, um ihn zu baiten, aber. Läuft wieder. What the fuck? Der lädt jetzt gerade nach, scheiße. Ja, okay, auf jeden Fall Spieler. Der lootet, glaube ich, gerade. Das unten. Hast du ihn? Ich bin rausgegangen. Hab ihn. Schön. Okay. Jesus, Alter. Ich komm jetzt wieder rein in die mittlere Etage. Ja, ich mache jetzt zu. Ich muss mal ganz kurz zielen lernen. Ich bin richtig ripp. Ich halte. Jesus, ey. Okay, ich muss einmal CMS noch. Du kannst aber jetzt schon roamen. Ich nicht chillen, ich warte. Okay. Also wenn du CMS will ich nicht weggehen. Oh. Das ist hier rechts draußen irgendwo. Das ist nochmal das Griff. Mhm, kann sein. Ich heal jetzt nochmal. Der geht hier hoch. Schalawa. Hast du ihn? Nee. Also, siehst du ihn mal nicht? Nee, nee. Ja, ich gehe jetzt unten den Looten leeren, den ich gekillt hatte. Hast du ihn? Ja. Ich bin jetzt hier im Treppenhaus, Vorsicht, ne? Bist du? Ja. Fuck my life, Leon, ich war schon wieder auf dem Abzug. Hä? Das war ein Skeff-Spieler, scheiße. Ja. Eine Sammlung. Das ist richtig Crap, was ich hier hab, aber okay. Als irgendjemand reinkommen würde, dich einfach nur anstarren würde für ein paar Sekunden. Wie gesagt, ich war schon so am Drücken, dachte so, okay, ich schieße ihn jetzt einfach tot. Und dann habe ich gedacht, nee, wenn der nicht schießt, dann kann es nur Leon sein. Eine Bandage. Dann wäre es gewesen. Ja, wäre fast wieder so weit gewesen. So, okay. Wollen wir ganz kurz weiter klippen. Von mir aus können wir auch jetzt gehen. Ja. Kannst du mal hier ins Bad reingucken, ein paar Leute, aber... Ein bisschen leer. Ja, das Bad können wir nochmal machen, da sind voll viele noch. Einige habe ich schon reingeguckt. Okay. Voll. Oh, ich muss meinen Thorax noch komplett heilen. Wie so Zigaretten, die brauchst du? Kannst du eine Handfeuerwaffe noch in Holster tun, meint der Chat? Achso, ich dachte, die habe ich schon reingemacht. Nimm mir kurz Holz. Steps? Hast du geschossen? Ja, ja, da. Ups, Gap. Ich Steps. Ich hau das mal raus. Oh, dieser Kleine. War dumm. Die habe ich, glaube ich, hauptsächlich schon durch. Ja, ich will nur einen Helm noch. Keine Ahnung, ich habe nur Crap. Hier vorne sind noch Zigaretten, die du brauchst. Oh, geil. Nice, die brauche ich wirklich noch. Wollen wir G3?
Ja, ich wollte den PMC noch looten, der die Quest gemacht hat. Jo, genau, das können wir noch machen. Und einmal abchecken. Mhm. Siebener. Nur ein gutes Rick. Ja, und einen ordentlichen Rucksack. Ja, das Rick hole ich mir auf jeden Fall. Das passt nicht. Ich muss das Messer rausschmeißen. Kannst du irgendwie reinstecken? Schmeiß aber weg, das ist nichts wert. Ich brauche das für eine Quest. Hm? Ja, ich habe so eine Quest, da ich Messer. Aber die kannst du kaufen dann? Nee, ich glaube, die müssen Find and Raid sein. Find and Raid Messer? Ja, für Prapor. Nee, die sind kaufbar. Ach, echt? Für Punisher oder nicht? Oh, der hat einen krassen Helm. Guck mal, Leon. Das ist wirklich geil. Und der hat eine Gen 4. Das ist ja voll gut gequippt, der Typ. Ja, der hat mich auch halt fast gerippt. Okay, dann hier nochmal reingucken. Was hat Pilgrim da rein, theoretisch? Oh. Was denn? Ich will den Pilgrim theoretisch auch nehmen einfach. Ja, nimm du den. Ich hab nur so ein kleines Back. Dann komm hier raus. Ja, schön. Schöne Runde. Wie viele Kills haben wir? Keine Ahnung. Also, ich glaube genug. Zwei PMCs. Ich habe, glaube ich, nur den einen PMC, aber mal gucken. Drei Minuten left. Factory leer geräumt. Ja, wir haben echt, glaube ich, alle gekillt, die da drin waren. Kein PMC. Ich habe 13 Kills und... Drei PMCs. Der eine, der draußen war. Der eine, der am Anfang draußen war. No. Das war der Looter, also der die Quest gemacht hat. Der war ein 33er und der... Das war der Typ, den du als letztes... Auf den Stairs. Ja, ja, genau. Auf den Stairs. Ja, ja, ey. Ja. Geiler Run, was geht ja, ab? Gut ran. Können nochmal direkt rein von mir aus. Okay. Bis wir halt den Lauter verlieren und dann höre ich auf. Mhm. Ja? Ja. Ich höre dann aber auch auf. Okay. Jetzt offline Horde. Ey, Horde ist krass. Nachdem wir das letzte... Du hast ja am Sonntag probiert, ne? Ja. Da habe ich direkt eine Formatidee gehabt. Ob man das schafft oder nicht? Man vs. Machine. Ich nehme mir alle möglichen Spiele und lass richtig krasse AIs die ganze Zeit gegen mich anbetteln. Ja, das wäre geil. In StarCraft? Genau, StarCraft hätte ich irgendwie so ein 1v4 oder sowas gemacht. Mhm. Wer macht das? Ist doch geil. Und hier in Tarkov hätte ich den Horde-Modus benutzt. Man kann die Leute wetten, ob man es schafft. Ja. Ich muss irgendwie beim Horde-Modus jede Map einmal schaffen. Also Factory Horde ist halt richtig krass. Cursed Intact. Cursed ist halt echt unmöglich. Das ist das Problem, weil du hast irgendwann keine Munition mehr. Du musst halt 18 Magazine mitnehmen. Und das war halt schon heftig. Also weißt du, was du brauchst? Du brauchst diese AKs mit den 95er Mags. Genau, das brauchst du niemals drei nachladen. Davon. Genau, dann haust du einfach direkt rein. Aber das Nachladen dauert halt ein bisschen bei denen, ne? Ja. So, okay, ich habe hier alles. Warte, dann würde ich kurz hier. Hä, warum war ich denn das hier drin? Das war von dem Dude noch. Heal all. Oh, da macht man Rechner kaputt. Ja, das ist schon heftig. Also, selbst für unsere Rechner hier ist das ganz schön heftig. Wenn Fixie Hart jetzt was schreibt, tut mir keck weh. So, warte mal, lass mich gerade mal einmal Saliva kaufen. Fixie Hart, genau wie Nudelmann, der eigentlich Nude-E-Mann heißt. Was? Nudie-Mann. Nee, das ist Nudelmann. Nimm mir nicht mal eine Immersion. Ja, ihr macht uns unsere Kindheit kaputt. Nudelmann. Okay. So. So, das haben wir. Ich brauche neue Munition. Da muss ich mal ganz dringend pinkeln gehen, aber währenddessen können wir ja suchen. Pinkeln, pinkeln, der Matteo. So, dann habe ich noch ein CMS. Pinkeln, Herr Leon, pinkeln, hatte ich nicht ein CMS dabei? Ah, hier. Pinkeln, Matteo, der geht einfach okay. Pinkeln. Ich gehe pinkeln, ich piss mir in die Hose, Leute. Factory, 15 Uhr, yes. Ganz krass yes. ein.
Yes. ADSA, kannst du mir die mitbringen? Nee. Das behältst du dir jetzt echt? Ja. Wirklich? Ja. Irgendein Loot muss ich auch davon tragen. Okay, next. Okay, bin ready? Oh, riech Pipi. Bis gleich. Du hast mehr Geld als ich. Na, wann kommt der Invite an? Wann kommt er an? Wann? So, wir schalten jetzt auf Matteo um. Und Leute, ich würde den Matteo echt gerne erschrecken, ne? Krieg ich das auf die Schnelle geregelt? Moment. Warte, Chat. Küche. Geht das jetzt? Warte. Warum geht das nicht? Warte, ich hab eine Idee. Oh, fuck. Oh. Fuck. Der Schade. Mann, der hat nicht geschrien. Nee. Warum schreit er nicht? Hey, ich schrei nie, wenn mich jemand erschreckt. Matteo, schrei doch mal. Nee. Oh Mann, ey. Kekwi? Voll aufwendig, schnell das alles umzuschalten hier. Echt? So. Wo war denn Gino, als er dich erschreckt hat? Unter dem Tisch? Unter dem Tisch! Alter, das riecht assi. Das war richtig asozial. Vor allem, der hat Glück, dass ich mich einfach ausgetreten habe. Der hat dich einfach so gepackt. Hat er dich gepackt, oder was? Nee, vor allem, ich habe mich dann hingesetzt, habe so in den Chat geguckt. Mhm. So, ich habe mich dann ein bisschen zurückgelehnt und habe so gesehen, Chat, seid leise. Und ich so, hä? Guckst du nach unten und sehen du Ginos Gesicht oh so. Oh Gott! Scheiße. Ich hätte halt austreten können und einfach das Nasenbein brechen können. Hätte ne? machen sollen. Hätte ich echt machen sollen. Ja, und nächstes Mal bam. Nächstes Mal einfach ins Gesicht. Matteo kann nicht mehr schreien, er wurde bereits gebrochen. Also, er schreckt sich so und ich fange an zu heulen. Ja. So. Oh, geht los. Einen Clip gibt's bestimmt. Ja, da gibt's auf jeden Fall einen Clip, aber puh, wie findet man denn jetzt? Bei Leon auf Twitter? Du hast ihn getwittert, oder? Ich habe ihn retweetet, Bonrad ihn getwittert. Unten? Yeah, what the fuck? Oh oh. Falsche Seite hoch. Wir sind getrennt. Shit. Guck mal in deine Richtung. Ich komme zum Office jetzt. Ja, ich komme auch zum Office. Ich komme über die Metallbrücke dann. Bist du? Ja, und das ist einer hinter dir her, ne? Metallbrücke bin ich aktuell noch nicht. Boah, da kommen dir zwei entgegen. Zwei PMCs. Sein, ja. Da oben ist an. Bist du da draußen? Ich bin nicht draußen, ne. Fuck. Ich bin gerade Metallbridge unten drin. Sie sind oben drin zu zweit. Dann komme ich mit Hybrid rein und du machst bei dir rein. Machen wir so zwei Seiten. Bam, ja, aber ich. Okay. Aber die hören mich halt, ne? Da sind zwei oder drei Stück drin, ne? Ja. Und jetzt piekst du noch mich gefokust. Ich brauche noch zwei, drei Sekunden. Thank you.
Da hat ein Du-Laser. Oh, fuck. Ich hab ihn. Nein, da sind drei Stück. Ich hab den, der dich gepusht hat. Okay, der eine pusht jetzt von unten. Deiner war unten, hat mir in die Beine geschossen. Dann, wo stehst du? Ich bin bei Metal Bridge. Der ist drinnen, der eine geht gerade zurück. Richtung Office. Achtung, ich push jetzt. Der geht gerade zurück. Ich bin das. Achso, das. Ich schieß nicht auf dich. Auf mich wird gerade auf jeden Fall geschossen. Ich bin tot. Hä? Ah, du hast da nicht geguckt. Ach, fuck. Ich guck mal, die Tür zu war. Ah, shit. Ich dachte gerade. Noch zwei. Deinen Rechner an. Sound passt nicht zum Bild statt. Nice, super low. Oh. Alle drei. Schön. Jetzt hier einer drin. Granatmänner geil gewesen. Es wäre schwer geworden, die da reinzulupfen. Okay, zwei sind leer. Wie zwei sind leer, was meinst du? Magazine. Ach so. Ja, loot einfach die drei Typen und geh raus, oder? Ich will trotzdem feuerbereit sein schon. Langes Mac. Wollen, blöd! Wie passt ihr? Lege, beruhig dich mal. Wow. Nee, neuer Spawn, ein Skeps. Level 8 und der hat solche. Was hat der für ein Equipment mit Level 8? Manchmal Matteo. Wenn du nur meine Waffen mitbringst, dann mach ich noch einen Run. Nur die Waffen, wenn nicht. What the fuck? No. Oh, der hat einen Nate geworfen. Guckt er.
Der eine Typ ist hier runtergefallen. Der da. Wart ruhig. Na, das war. Ex-Fiegel. Alter. Das war der Jackpot. Ja, die AK-Sack werfen. Also die obere zumindest. Warte. Der kann ich wegmachen. Das ist der Leber und das kann ich wegmachen. Junge. Meistens zwei von den Max-Mag, die sind versichert. One on. Lass mich in Ruhe. Kaufe nix. Uff. Nicer Run. Alter. Schwede. Geil. Also war richtig krass, ohne Scheiß. Das war so ein krasses Missverständnis. Ich bin durch den Mauerloch durchgekommen und hab hinten einen stehen sehen, dachte, das warst du. So. Und dann bin ich gepiekt in die Stairs und dann hat er mich abgeschossen. Aber war richtig geil. Okay, komm, let's go, noch einen. Das macht Bock. Also. Ja. So, du brauchst die Waffe und was sonst? Nur die Waffe. Okay. Sonst gar nichts, Rest kannst du behalten. Okay. Ich hab mir die Gen 4 von dem Typ davor gesucht. Okay, ich muss den heilen. Ja. Wieso lässt du immer die Attack 2 liegen? Ach. Ich kann 300 Rucksack in Rucksack packen, oder ich kann es. Also 50k würde ich schon mitnehmen. Ja, nee. Ich habe hier nur so eine schöne Auswahl mit schönen 30er Max. Das passt. Das ist geil. Oder so. M80 hast du dabei? Ja, habe ich mehr als genug dabei, also musst du nichts reinmachen. Ich nehme mal zwei Granaten nochmal mit. Okay. Das. Factory. Obwohl, die will ich gar nicht versichern. Helm lassen wir mal hier. Ne? Das ist ein schöner, natürlich ein teurer Helm. So viele Granaten. Nehmen wir mal heimlich einen Dübel im Chat. Okay, aber heimlich, ja. Obwohl, das ist ja Schweiz. In der Schweiz ist es bestimmt erlaubt, oder? Ein Heutzen? Helm brauche ich noch. Waffe habe ich dabei. Gute Salatschüssel. Leute, die Salatschüssel enttäuscht nie. So, Factory. Next. Oh, fuck. Okay, bin ready to go, Mann. Okay. Nice. Ich kann nur jedem empfehlen, sich ein Rezept zu holen. Nee, meine Waffe ist versichert nicht, weil dann kann ich die mitnehmen. Also. Ja, ich könnte sie versichern, aber ich gehe davon aus, dass Matteo das auf jeden Fall überlebt. Safe. Dreh mich ins Bett, Zorn. Ich wünsche dir eine schöne gute Nacht. Pam. 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 Hat Leon dasselbe Level wie Summit? Habe ich? Ich glaube nicht. Summit nee, spielt die mehr. Ich glaube, das ist 49, oder? Stimmt, oder? Hast du Ori auf Steam oder im MS-Store? Vielleicht habe ich sie auf einer anderen Plattform. Ich bin vor einer Stunde erst aufgestanden. Wann bist du denn dann schlafen gegangen?
Das ist ein CFEALI. Los. Okay. Aber Waffe rauswerfen, dann können wir los. Stimmt, darf ich nicht vergessen. Ja, das wäre nice. Vielleicht. Ich bin auf den Philippinen und es ist gerade kurz vor 8:30. Alter. Philippinen? Geil. Heißt das so, weil es Leute gibt, die Philipp heißen? Ja. Also ich glaube, ja. Auf den Weg? Okay. Komm. Ist die full? Die ist voll, ja. Und bei uns stand was? Und links? Links, check mal links den Gang, bitte. Ja, mach ich. Wer schießt auf mich? Ich wurde gerade ge-one-shotted. What? Da kam irgendjemand in meinen Rücken gepusht, während ich auf den Typen geguckt habe, der... In deinen Rücken? Wo? Durch einen langen Gang. Wo liegst du? Da vorne? Mhm. Oh. Ist das ein Hacker? Ist das ein Hacker? Also jetzt mal Real Talk. Aus dem Menü raus, instant, bumm. Das war der. Das war der. Der hat mich getötet auch. Swing, bumm. Alter, what? Shroud gefunden. Das war ja absolut insane. Der hat Leon halt auch sofort ge-one-shottet mit dem ersten, oder? Ja. Und mir halt den Insta. Holy shit. Jeder, der besser ist als ihr, ist ein Hacker. Bonjour, Kekken. Ja, korrekt. Ja, das stimmt. Aber der war schon ordentlich, ja? Ja, der hat Spaß gemacht, der Kill. Mhm. Ja, gut, das war eine gute Abschlussrunde, oder? War eine gute Abschlussrunde, ja. Ich würde auch sagen, das ist in Ordnung. Ja, scheiße, ich habe den Damage jetzt nicht gesehen. Zählt nicht. Also entweder war richtig krass. Ja, der kann auch... Er hat das größte Lack auf dem Planeten, dass er die einfach swingt und dir dann instant einen One-Shot gibt. Ja, das war der erste Shot übrigens, der... Der hat ja auch eine Shotgun oder eine Mosin oder sowas gehabt. Nee, das war eine AS... Achso, dann hat er meine AS-Wall dann... AS-Wall hat er gerade gehabt, glaube ich. Aber mir hat er mit einer Shotgun oder mit einer Mosin oder sowas gegeben. Eine Scaff-Runde geht noch. Eine Scaff-Runde könnten wir machen. Also, du hast schon geschlossen. Mhm. Okay. Ich will den Clip mir angucken. Könnt ihr nochmal posten? Hättest du ein Face-Shield gehabt, hättest du gewonnen. Das stimmt. Ja, wahrscheinlich. Auf meinen Hinterkopf aber. So, guckst du den Clip an, oder was? Mhm. Okay, lass mal den Tausch schalten. Alter, was war das für ein Brett, was er da verteilt hat? Das war echt ein übelstes Brett. Das war so wie in Labs einmal, wo ich auf zwei geschossen habe, der eine, puff, flickt mich aber direkt um mit dem ersten Ding. Ist das ein Hacker? Ich mach mal hier die Boxen kurz an. Ja. Wo liegst du? Da vorne? Mhm. Warte. So. Ich hätte da schon durchschießen können, sehe ich gerade. Aber ich habe nicht gecheckt, wo der liegt. Ich wusste nicht genau, wo du liegst. So, machen 0,25. So. Ah, der. Ja. Aha, ja. Da ist es ein bisschen. Ja, ist der Kick halt. Ja, aber dann war ich aber schon gut, halbwegs. Boom. Ja, kann legit gewesen sein. Kann legit gewesen sein. War aber der erste Schuss, den er gefeuert hat, ne? Ja. War der erste Schuss, den er gefeuert hat. Hat er mir einfach in den Kopf gedrückt. Wie, der hat aber. Also ein paar Dinger muss er schon gefressen haben. Nee, das war, glaube ich, legit. Ja, kann sein. Der hat sich wirklich erschrocken, hat es rumgedreht und hat dann angefangen zu schießen. Es war echt unlucky, dass er nicht gestorben ist, leider. Ja. Shit. Krasser Typ. Der freut sich auf jeden Fall. Der freut sich, ja. Der extracted jetzt da direkt. Der hat Fun.